Herzlich willkommen im Nachtcafé, liebe Zuschauer, hallo. Wer von Ihnen zu Hause hat ein Haustier? Am populärsten sind ja Hunde und Katzen und wir alle wissen, wie sehr uns die ans Herz wachsen können. Dankeschön. Was macht sie eigentlich aus, diese besondere Beziehung zwischen Mensch und Tier? Und wann beginnt sie auch abgedreht zu werden? Ist es noch normal, wenn man mit 90 Katzen zu Hause lebt oder auch einen Geparden auf dem Sofa sitzen hat? Tierliebe extrem, das ist unser Thema heute im Nachtcafé. Und wir begrüßen zum Beispiel, herzlich willkommen, Dunja Halliali. Herzlich willkommen. Sie haben uns Ihre große Liebe gleich mitgebracht. Vor 11 Jahren ist Emma bei Ihnen eingezogen und ab da war alles anders. Seitdem wachen Sie morgens neben weißem Fell auf. Gespräche verlagern sich beim Gassigehen schnell von der Weltpolitik hin zu Verdauungsproblemen bei Hunden. Und ob's hagelt, stürmt oder schneit, Emma will raus. Herzlich willkommen, Nachrichtenmoderatorin Dunja Halliali. Und Emma. Und Emma. Gabi Baginski, Sie sind weniger auf den Hund, dafür umso mehr auf die Katze gekommen. Vor allem kranke und herrenlose Tiere haben Sie in Ihr Herz geschlossen. Wie Ihr Mann Manfred damit klarkommt, dass bei Ihnen zu Hause mittlerweile 40 Katzen leben, darauf sind wir gespannt. Herzlich willkommen, Schlagersängerin Gabi Baginski. Guten Abend. Tom Gabriel Fischer, was es bedeutet, wenn Tierliebe krankhaft wird, mussten Sie am eigenen Leib erfahren. Ihre Mutter hielt zeitweise 90 Katzen auf engstem Raum. Und Sie waren als Kind mittendrin. Es war ein Leben unter unvorstellbaren hygienischen Verhältnissen. Wie diese Kindheit noch heute nachwirkt, darüber sprechen Sie dankenswerterweise heute Abend bei uns im Nachtcafé. Guten Abend, Tom Gabriel Fischer. Dr. Carola Otterstedt. Was es auf sich hat mit der innigen, manchmal auch übertriebenen Beziehung zwischen Mensch und Tier, damit beschäftigen Sie sich intensiv als Verhaltensforscherin. Ich begrüße im Nachtcafé Dr. Carola Otterstedt. Hilal Seskin, Lust auf Schnitzel rechtfertigt noch lange nicht Tierquälerei. Das ist Ihr Standpunkt und den vertreten Sie auch in Ihren Zeitungskolumnen. Ihnen kommen weder Fisch noch Fleisch in die Pfanne. Auch Milch und Eier gibt es in Ihrem Kühlschrank nicht. Ihre Vision ist ein friedliches Zusammenleben von Mensch und Tier. Ich freue mich auf Hilal Seskin. Schönen guten Abend. Tamme Hanken. Tiere liegen auch Ihnen am Herzen, aber Sie haben den Ruf des Knochenbrechers. Das klingt zuerst brutal und gefährlich, doch Sie können Tieren helfen, wenn andere Tierärzte mit Ihrem Latein am Ende sind. Deshalb nennt man Sie auch hochachtungsvoll den Pferdeflüsterer. Das wiederum klingt geradezu zärtlich, auch bei einem XXL-Ostfriesen wie Ihnen. Guten Abend, Tamme Hanken. Ja. Und Hans-Peter Gaub. Zärtlich gehen auch Sie mit Ihren Tieren um. Allerdings sind es Raubkatzen, die normalerweise in der freien Wildbahn leben. Sie aber leben mitten in Heilbronn in einer Villa mit Ihren 2 Geparden. Und die sitzen gerne auch mal beim gemütlichen Fernsehabend neben Ihnen auf dem Sofa. Was Ihre Nachbarn dazu sagen, wir sind gespannt auf Hans-Peter Gaub. So, Dunja. Wenn Sie Herrn Gaub so sehen und das Tier neben ihm, können Sie sich das vorstellen, so einen Geparden auf Ihrem Sofa zu Hause? Also in echt ja, nicht in ausgestopft. In echt ja? Naja, so, also wilde Tiere haben natürlich, glaube ich, für viele Menschen und auch für mich einen Reiz. Mein Lieblingstier ist der Panther, aber die müssen halt auch artgerecht gehalten werden, was auch immer das heißt. Also da hat jeder sicherlich seine eigene Definition, aber ich kann mir vorstellen, dass er mit den Tieren in seinem Verständnis sicherlich gut umgeht. Aber klar, wer will so ein Tier nicht mal anfassen? Also. Was glauben Sie, was muss man für ein Typ sein, um so einen Geparden zu Hause zu halten? Ja, ich glaube, er muss unheimlich viel Ruhe ausstrahlen. Und die Beziehung, es ist irgendwie so, die Tiere spüren das auch. Und ja, ich weiß es nicht. Also, warum ist gefährlich. Herr Gaub, ist es nicht so jemand wie Emma hier, ganz gemütlich, hier auf unserem Teppich liegend, der Hund von Dunja, warum muss es ein Gepard sein? Das habe ich auch hinter mich gebracht mit Hunde in meiner Jugend. Aber irgendwann musste es mal was Besonderes sein. Und wen haben Sie da neben sich? Das ist Sammy, der größte Gepard, den ich je hatte. Mit dem habe ich ganz viel erlebt. Leider ist er schon im Alter von 8 Jahren an einem Hirnschlag gestorben. Kriegen die denn genug Auslauf? Das stelle ich mir halt irgendwie vor. Ja, bei mir schon. Die haben, also ich habe ein Gehege von 700 Quadratmeter und es reicht völlig aus. Denn der Gepard muss bei mir nicht nach Futter jagen, er kriegt das vorgesetzt.
Frau Otterstedt, der guckt Sie jetzt die ganze Zeit an. Ja. Ist das okay? Er schielt eigentlich ein bisschen an mir vorbei. Ah, okay. Und ich bin da ganz so entspannt. Vor allem, wenn ich höre, dass Ihre Geparden das Futter vorgesetzt bekommen. Warum machen Sie das? Warum lassen Sie die nicht jagen? Meine Geparden sind alle in Gefangenschaft geboren. Mhm. Wir können die nicht in Afrika aussetzen. Nein, aber im Gehege jagen lassen. Das ist ja so ein Grundbedürfnis von exotischen Tieren tatsächlich auch, dass sie jagen, nicht nur exotische. Ja, ich habe aber auch gewisse Tierliebe für die Beutetiere von den Geparden. Aha. Stellen Sie sich vor, der Gepard jagt es, er macht es nicht sofort tot, er hält es fest. Das Tier kriegt panische Angst, das Beutetier. Ja. Und manche Geparden spielen dann mit dem Beutetier. Es ist wirklich nicht ideal. Also wir sehen schon, der Gepard, der schafft schon Emotionen. Bleiben wir noch mal eher bei den Haustieren. Wir kommen dann natürlich ausführlich zurück. Frau Baginski hat 40 Katzen. Nach Ihrer Erfahrung, Katzen eher was fürs Haus oder eher für draußen? Ich lebe so, dass meine Katzen rein und rausgehen können, wie sie wollen. Ich glaube, das ist eigentlich für die Katzen schon ideal. Die Katzen wissen beides zu schätzen. Die Wildheit des Waldes und so weiter, das draußen rumstrummert, und Sofas mögen sie auch. Ja, das ist genau richtig, ich meine auch. Wir haben nicht 40 Katzen im Haus. Ich versorge diese Tiere. Das sind teilweise ganz arme Kreaturen gewesen, die gestrandet sind bei uns, die ich aufgenommen habe. Wir haben ein Grundstück von 5000 Quadratmetern, wo sie also laufen können. Wir haben einen kleinen Wald dabei. Wir wohnen in einem Industriegebiet. Es stört niemand, diese Katzen. Sie sind alle kastriert. Und es sind behinderte Tiere dabei. Und wir haben auch einige, die ins Haus können. Wir haben eine Katzenklappe. Sie verteidigen auch ihr Territorium sozusagen. Und die Tiere sind echt artgerecht gehalten. Sie können auch jagen. Sie jagen auch Mäuse. Das kann man halt jetzt nicht mit einem Geparden vergleichen. Aber es ist halt auch ein Raubtier. Kommen bei Ihnen, Herr Hanken, Tiere ins Haus? Also bis in eine Kneipe rein und weiter nicht. Und warum nicht? Nein, wir haben Zugang, also in unserer Kneipe, unser Schwein darf in eine Kneipe rein. Die hat es als Ferkel gelernt, jetzt wiegt sie 800 Pfund. Sie setzt sich auch brav am Tisch ran, wenn gefrühstückt wird. Und wir lassen sie rein, sie setzt sich auf dem Hintern am Tisch und Ruhe ist. Sie hat absolut Benehmen, sie mag doch nicht in der Kneipe. Hat aber meistens nach einer Minute schon... Aha. Von uns genug, wenn sie ihren Käse abgestaubt hat, weil unser Schwein heißt nicht nur Schnitzel mit Vornamen, sondern geburtsmäßig Gouda. Sie liebt Gouda-Käse. Aber für diese Käsesorte tut sie alles. Sie setzt sich hin, sie legt sich hin. Aber sie hat einfach ihr eigenes Häuschen. Sie hat eine Weide dran, sie hat viel Auslauf und lebt dort auch drin und verteidigt ihr Revier wie so eine Diva. Und sonst haben wir nur noch Hunde. Herr Fischer. In Deutschland gibt es mehr Haustiere als Kinder. Was sagt uns das? Das finde ich eigentlich sehr sympathisch. Weil? Weil ich aufgrund meiner Lebenserfahrung wahrscheinlich einen engeren Bezug zu Tieren habe als zu Menschen. Und ich die Tiere eigentlich als viel organischere Bewohner dieses Planeten sehe als uns Menschen. Wenn ich so die Menschheitsgeschichte der letzten 20.000 Jahre anschaue. Fangen wir doch an mit der engen Beziehung zwischen Mensch und Tier. Wenn ich jetzt Emma da so sehe, war das so Hundeliebe auf den ersten Blick zwischen Ihnen? Also als ich Emma gefunden habe, ja. Ich habe sie mit 4 Wochen das erste Mal gesehen bei der Züchterin und hatte sie auf dem Arm. Und dann hat sie mich angepinkelt und ich dachte, das ist Schicksal, das ist ein Zeichen, der muss es sein. Das ist der Liebesbeweis, oder? Dass man angepinkelt wird. Nicht. Also ich glaube auch. Zumindest. Als Welpe ging das noch. Ja, aber dann, wir mussten uns wirklich auch zusammenraufen. Also so ein Golden Retriever ist ja, sagt man jedenfalls, doch ein sehr gelehriger und einfach zu erziehender Hund. Also sozusagen der Automatikwagen unter den Hunden. Aber ich hatte viele Probleme auch am Anfang, weil ich einfach überambitioniert war und dachte, sie muss mit 10 schon apportieren und schwimmen und so. Also ich war so ein bisschen, also wir mussten uns zusammenraufen. Jetzt ist sie, oder wir, ein super Team und... Schläft sie denn mit im Bett? Mann, immer diese Frage. Ja, aber das ist doch interessant, um doch zu sehen, wie nah sie ist. Sehr nah sind wir uns. Ja, wir schlafen nicht in Löffelchenstellung. Emma, guck weg. Und ich finde halt, aus hygienischen Gründen, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, ist das ein absolutes No-Go, wenn sich jemand als Mensch so neben einen legen würde, der halt tagsüber sich in der Wiese getollt, gewälzt und sonstige Dinge gemacht hat, da würde man sagen, hier, Alter, geh mal duschen.
Aber sie hat, sie liegt im Fußbereich. Und was sie dann nachts macht, während ich schlafe, weiß ich ja nicht so genau. Sie waren mit ihr ja auch in der Hundeschule. Ja. Wer war denn da die Schülerin? Ich. Also ganz klar, ich glaube, dass Welpen, also ich bin wirklich überhaupt kein Experte, aber ich glaube, dass für Welpen das wichtig ist, dass sie mit Gleichaltrigen spielen, weil die einfach, das ist ein anderes Spiel als mit einem ausgewachsenen Hund. Aber ich hatte einfach, obwohl ich Bücher gelesen habe, noch und nöcher 8 Millionen Fragen und war jedes Mal irritiert und dachte immer, der Hund hat was verschluckt und stirbt gleich. Und man ist halt erstmal wie beim Kind, also ich weigere mich zwar immer, Hunde oder Tiere mit Kindern zu vergleichen, aber es ist wie, als hätte man eben Zuwachs bekommen zu Hause. Man macht sich Sorgen, man kümmert sich, man hat Verantwortung. Und ja, da will man eben auch keine Fehler machen. Nichtsdestotrotz bleibt es ein Hund, den ich behandle wie ein Kind. Ist das denn so schlimm, wenn man Hunde und Kinder vergleicht? Sie nicken gerade so. Ich habe genickt, weil sie das mit den Sorgen gesagt hat. Weil ich denke, das sind durchaus vergleichbare Gefühle. Also ich lebe mit einer Herde von 40 Schafen. Also nicht an meinem Fußende, sondern die sind im Stall. Aber wir sind schon sehr nah. Also ich würde sagen, wir sind befreundet. Und diese Sorgen, die man sich macht, wenn man sieht, eins hat gehinkt oder eins frisst nicht so richtig oder so. Ich glaube, das sind schon so Sorgen, wie man sich auch ein bisschen um ein Kind macht. Also für jemanden, der einem anvertraut ist, der einem nahesteht. Und ich finde das nicht schlimm. Also ich finde, es klingt immer so, als würde man ersetzen wollen, als wäre ein Tier ein Ersatz. Das sehe ich nicht so. Wir haben die Möglichkeit, Menschen zu lieben, Erwachsene, Kinder und auch Tiere. Das ist uns, glaube ich, so gegeben. Und das sollte man nicht gegeneinander ausspielen, finde ich. Also ich würde das eigentlich unterstützen wollen, weil ich glaube, dass unsere Haustiere tatsächlich, und damit meine ich Heim- und Nutztiere, wenn wir die am Hause halten, tatsächlich ein Teil unserer Familie werden. Und die bleiben aber Tiere, sie bleiben Kuh oder sie bleiben Pferd oder sie bleiben Emma der Hund. Und das ist, glaube ich, was ganz Spannendes. Und immer dann, wenn sie aber ein Wildtier sind, haben sie ihre Verantwortung für sich. Und da ist der Unterschied, glaube ich. Domestizierte Tiere, die an uns gewöhnt sind, an unser Leben gewöhnt sind, die können sehr gut auch bei uns leben, brauchen aber unsere Fürsorge. Ja. Wenn Sie mit dem Hund zusammen sind, dann lernen Sie auch andere Herrchen und Frauchen kennen. Und Sie haben mal geschrieben, das ist so die verrückteste Parallelgesellschaft, die man sich so vorstellen kann. Inwiefern? Also, weil ich finde, dass die meisten Hundebesitzer, die es gut mit ihrem Tier meinen, natürlich auch einen Schatten haben. Also, weil diese Liebe schon sehr extrem ist, aber gesund extrem. Und weil man einfach, wenn man spazieren geht, kaum einen Spaziergang hinter sich bringt, ohne dass man nicht irgendwie in irgendein Gespräch verwickelt wird. Und es gibt bei vielen Hundebesitzern fast nur schwarz und weiß. Also, ob es darum geht, was der Hund frisst oder ob man den schert oder ob der kastriert wird. Also, da gibt es kaum Grau, sondern die haben alle ihre ganz fixe Meinung. Und da ist manchmal, also was auf der Hundewiese so das Biotop der Menschheit, was da so für Gespräche stattfinden. Also, ich habe dann auch lernen müssen, dass es Analdrüsen gibt und wie man die am besten ausschneidet. Da denkt man aber, lalalalala, das will man alles gar nicht hören. Ja, bitte nicht. Das hört sich so nach einem richtig schönen Alltag ja auch an. Aber das Ganze treibt natürlich, diese verrückte Parallelgesellschaft treibt auch Blüten, und da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Kleine, große, dicke, dünne. 6,9 Millionen Hunde leben in deutschen Haushalten. Mittlerweile kennt der Hype um die treuen Vierbeiner keine Grenzen. Die Branche um Hundemode macht jährlich 160 Millionen Euro Umsatz. Ob Schmuck, Shirts, Sofas. Für den entsprechenden Geldbeutel gibt es fast alles. Auch den Jogginganzug mit Swarovski-Kristallen, Hundeparfum oder die Kollektion aus dem Hause Glöckler. Hoch im Kurs edle Tragetaschen, denn der Hund im Taschenformat wird immer mehr zum Lifestyle-Produkt. Besonders dekadent liebt es New York. Hier werden die Kreaturen in Kreationen gezwängt, die mehrere tausend Dollar kosten. Weiter zum Schönheitswettbewerb. Hier geht es um einiges, um Ehre, Titel, Ehrgeiz, so auch beim Dog Dancing. Nach all dem Trubel finden Fifi und Co. Zeit zum Entspannen im Wellness Hotel. Der Bungalow für 80 Euro die Nacht, Fußbodenheizung inklusive. Fellpflege geht extra. Die Hundedame von Welt gönnt sich eine Aromabehandlung, von Hand gemischt und sorgsam einmassiert. Das macht Appetit. Lachspralinen, Tartar oder Trüffel, alles selbstverständlich glutenfrei, bio oder vegan.
Wer Wert darauf legt, dass der kleine Freund nicht aussieht wie ein dahergelaufener Köter, folgt den aktuellen Frisurentrends. Ein Leben durchgestylt vom Kopf bis zur Pfote. So ist das. Dunja, Sie haben ab und zu mal schrecklich gesagt. Was glauben Sie, was das hier kostet? Und das ist jetzt nicht das teuerste Halsband. 126 Euro. Das liegt wohl normal im Schnitt, oder? Warum geben die Leute so viel für sowas aus? Haben Sie da eine Ahnung? Sie kennen doch... Für so Accessoires. Ja, für solche Accessoires, genau. Da sind Sie bei mir komplett an der falschen Adresse, weil Emma braucht... Das Einzige, was sie braucht, ist hier dieser Ball. Den gibt es ungefähr 30 Mal zu Hause bei uns noch im Keller, damit wir immer einen haben. Und ansonsten sind wir relativ schlicht. Ja, das ist aber auch sympathisch, oder? Aber vielleicht ist, also ich meine, am Anfang hatte ich auch den Impuls, wenn also dieser Welpe nach Hause kommt, dass man erstmal loszieht und alles kaufen muss, ähnlich auch wie beim Kind und dann nicht die eine Puppe, sondern drei und dann eben, was weiß ich nicht, irgendwas für Spielzeug. Aber also dieser Drang sollte irgendwann nachlassen. Es gibt ja auch Brillen für Hunde, das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Ist das jetzt auch ein Trend oder hat das was mit UV-Strahlung zu tun? Also... Nein, ja? Ich glaube, man muss eher überlegen, ob im Cabrio, im offenen Auto, ein Hund wirklich so fahren muss. Ne? So? Das ist schon mal die Frage. Nein, ja. Überhaupt, ob ein Hund im offenen Cabrio gefahren werden soll. Weil natürlich, wenn er da fährt, kann es zur Entzündung kommen, wenn man den scharfen Wind in den Augen hat. Aber zu der Frage vorher mit dem Halsband, ja, warum kaufen wir Menschen sowas? Ich glaube, wir kaufen es für uns. Es ist, wie wir früher mit einer Puppe gespielt haben und die angezogen haben. Also da mutiert tatsächlich das Heimtier dann zu einem Objekt und nicht mehr zu einer eigenen Persönlichkeit. Apropos Puppe hier, wenn man das hier sieht, ich meine, das soll wohl wärmen oder so, aber ist das auch, hat das auch was von Vorführen einfach? Also ich glaube, die meisten Sachen, die wir eben gesehen haben, braucht der Hund nicht und will der Hund nicht. Und ja, ich denke auch, das Tiere zum Objekt. Aber wenn ich ganz ehrlich mal sagen darf, also mehr als dass die Leute so viel Geld für sowas ausgeben, irritiert mich das, dass sie ihre Haustiere so lieben und andere Tiere so essen. Also muss ich schon sagen. Also das finde ich total schizophren. Ich finde, für ein geliebtes Tier Geld ausgeben, okay, wenn es für das Tier okay ist. Aber wieso geben wir so viel Geld dafür aus, dass andere Tiere, die genauso intelligent, empfindungsvoll sind, Schweine zum Beispiel, genauso reinlich, dass die so schlimm gehalten werden und dann gewaltsam getötet werden? Diese Schizophrenie. Sie trinken auch keine Milch oder sowas? Nein. Und das verstehe ich nicht. Also, die Leute lieben Tiere. Ja. Aber Sojamilch, das sind Pflanzen. Soja wird zweimal nacheinander angebaut mit so viel Chemie, dass dann 15 Jahre kein anderes Kraut dort mehr wächst. Ja, also nicht dieses Bio-Soja, den wir Veganer essen, das ist der aus Europa, aus Österreich, aus Frankreich. Das, was Sie meinen, ist das in Brasilien, aber was in die Tiertröge kommt. Da steigen wir gleich aber noch richtig ein, weil das ist ja auch in der Tat Ihr Thema. Aber bleiben wir dann noch einen Moment dabei, was den Tieren auch gut tut. Das steckt ja dahinter. Ich glaube, viele Leute denken, Mensch, die arbeitet so viel, die Frau Hayali. Das tut sie auch. Ja, eben. Kann es der Hund denn gut haben? Also ist er genug unterwegs? Hat er genug Bewegung? Wie kriegen Sie das hin? Indem ich einen Dogwalker habe und einen sehr, sehr guten Freundeskreis. Die meisten haben entweder Kinder und lieben Emma und nehmen sie mit und wollen mit ihr rausgehen, damit die Kinder sich an Hunde gewöhnen. Oder Freunde, die eben auch los müssen. Oder eben Stefan, der beste Hundesitter der Welt. In Berlin ist das mittlerweile wirklich Business. Also der macht es schon seit fast zehn Jahren mittlerweile. Der fährt morgens durch Berlin mit seinem umgebauten Bulli, damit jeder so ein kleines Abteil hat. Der hat so einen Schlüsselbund, dann fährt er überall rum, schließt auf, holt die Hunde runter. Also ich bin, wenn er kommt, bin ich ja noch arbeiten. Und dann fahren die in den Grunewald und dann kriegen die da 3 Stunden Auslauf. Und dann kriege ich nachmittags um 3 einen schwarzen, glücklichen Hund wieder zurück. Würden Sie sagen, dass Sie an ihr hängen schon fast wie an einem Menschen? Nein, auf keinen Fall. Macht da den Nein, auf keinen Fall. Nein. Naja, also es ist natürlich, also was Sie auch schon gesagt haben, man hat eine Verantwortung übernommen. Man steht so ein bisschen in der selbst ausgesuchten Pflicht und es ist ein Lebewesen. Also die haben Gefühle und natürlich bin ich für dieses Tier verantwortlich. Und es ist mir, also ich kann mich an keinen Menschen außer jetzt an meine eigene Familie erinnern, die so lange mit mir gemeinsam durchs Leben gegangen sind, durch dick und dünn und also wie oft sie mich schon getröstet hat und Freude geteilt hat und niemand freut sich, und das ist aber auch wieder Ego, wenn sie nach Hause kommen, niemand freut sich so sehr, dass sie nach Hause kommen, auch nicht ihre Frau und nicht ihr Mann und ihre Kinder. Okay, ich hoffe natürlich doch.
Aber nicht so offensichtlich, das stimmt. Nein, aber die sind einfach, also treue Weggefährten, wirklich. Also das spürt man schon. Sie haben mal gesagt, es geht darum, dass man erst durch den eigenen Hund erkennt, wer man wirklich ist oder wer man zumindest sein kann. An dieses Buch. Ich habe vergessen wir es doch einfach. Ja, aber ist es so, dass man sich ein bisschen besser kennenlernt? Ja. Also ich habe deutlich auch gesehen, was ich für Schwächen habe. Also ich wusste schon immer, dass ich ungeduldig und auch so ein bisschen jähzornig bin. Das hat sich aber auch durch sie gelegt, also weil sie können das dem Tier nicht antun. Das heißt, beim Autofahren zum Beispiel flippe ich nicht mehr so oft aus, weil der Hund hinten irgendwie völlig irritiert guckt und denkt, was habe ich denn gemacht? Wieso schreit die plötzlich? Das heißt, ich atme sehr viel in den letzten Jahren im Auto. Und also man lernt, also ich finde, und das ist das, haben Sie mir vorhin schon gesagt, also auch in dem Buch, es geht viel mehr um den Menschen. Also es geht gar nicht so sehr um die Hunde, sondern eher, wie wir uns verhalten, wie wir uns verändert haben, wie ich mich dann eben auch verändert habe, mit allen Fehlern, die dazugehören. Und man entdeckt gute Seiten an sich und man entdeckt auch echt Seiten, wo man vorher gedacht hat, das passiert mir auf gar keinen Fall. Und dann muss man mal kurz schlucken. Aber so ein Hund erdet auch. Dann wünschen wir Ihnen doch einfach eine schöne Zeit, viel Erdung und wirklich... Sie ist ja unsterblich. Ja, sie ist unsterblich, genau. Dunja Hayali. Ist es eigentlich so, früher hat man immer geguckt, Mensch, was hat der für eine Rasse? Ist da was in Bewegung geraten? Ja, total. Das ist ganz, ganz spannend. Wir sehen eigentlich in den letzten 20 Jahren eine sehr starke Tendenz dahin, dass es tatsächlich gut ist für das eigene soziale Image, dass man auch einfach einen Mischlinghund nimmt, dass man auch gerne mal einen schwarzen Hund nimmt, was früher eigentlich kaum möglich war. Also da ist viel an Aufklärung in der Gesellschaft gelaufen und ich glaube auch diese positive Bestärkung bei uns Menschen, also ich werde positiv bestärkt, wenn ich einen Mischlinghund habe, wenn ich einen Hund aus dem Tier habe, wenn der Kauz also ganz komisch aussieht, nicht nach Rassehund. Da hat sich vieles geändert, ja. Wir haben ja gesagt, Hunde und Katzen, das sind immer noch so die populärsten im Haus. Kann man sagen, irgendwie hat sich das so entwickelt, dass Katzen zu ihrer Berufung geworden sind? Ja, ich glaube mittlerweile dran. Ich glaube sowieso an Bestimmungen im Leben. Wo wir hingezogen sind, das Haus stand erstmal eine ganze Weile leer. Da war auch noch eine große Halle drauf, da war mal eine Fabrik drin, also eine kleine Hosenfabrik. Und wir haben gesagt, ach ja, mein Mann hat Geschäfte im Ausland und wir können diese Büros gut nutzen. Und das Haus ist dabei und das ist schön zentral gelegen, wir ziehen dahin. Und haben uns das angeschaut und da liefen dann halt so 2, 3 Katzen rum und haben wir auch überhaupt nicht was drum gegeben. Dann kamen 2 Schulmädchen und sagten, ja, und wir haben, das stand so lange leer und dürfen wir die Katzen hier lassen und die wohnen hier, also die waren hier schon und wir gucken da ab und zu mal nach. Och, hab ich gedacht, ja, warum ist nicht so schlimm, 2 noch Katzen, 2. Wenn ihr mal kommt und ihr füttert sie und so, gar kein Problem. Irgendwann waren die Mädchen weg und ich hatte die Katzen und so fing es an. Bekannt geworden, ja, genau. Bekannt geworden sind sie aber nicht als Catwoman, als Katzenliebhaberin, sondern so. 3 Tage Paris, 3 Tage mit dir. Männer verstehen nur, was sie wollen. Männer tun nie das, was sie sollen. Häng die Gitarre nicht an den Nagel, denn deine Lieder lassen mich so glücklich sein. Stimmung. Ja. Stimmung. Ja, aber Stimmung, also Stimmung haben Sie mit 40 Katzen jetzt aber auch zu Hause, oder? Absolut, da ist auch immer was los. Und dadurch, dass es halt auch so viele sind, wenn wir nachts nach Hause kommen zum Beispiel, apropos Stimmung, ich komme von einem Auftritt nach Hause, dann gucken Sie, wer schließt die Tür auf. Denn wenn wir nicht da sind, haben wir ja auch eine Betreuung, eine gute Freundin macht das, versorgt die Tiere. Und dann schauen Sie, Frauchen und Herrchen ist wieder da. Und dann wollen wir mal gleich ein Leckerchen haben und sind erstmal fürchterlich beleidigt. Draußen drücken Sie sich auch die Nasen platt. Wer kommt denn da ins Haus? Also möchten wir auch noch gefüttert werden. Dann bin ich noch 2 Stunden so unterwegs. Mach auch noch mal, was anfällt zu Hause, im Haus. Die machen ja auch mal Unsinn.
die drin sind, das sauber und gehe anschließend noch nach draußen, fütter die Tiere. Mhm. Bestimmt, bis ich dann im Bett bin. Und dann kann ich morgens eine halbe Stunde länger liegen. Haben Sie denn da noch so Ihren persönlichen Bereich oder sind die Katzen auch überall? Entschuldigung, dass ich jetzt wieder neugierig bin. Es sind Katzen und die lieben keine verschlossenen Türen. Also auch im Schlafzimmer Katzen? Nein, ich habe keine Chance. Sie gehen überall rein und sie kratzen fürchterlich, wenn das also Sache ist, wenn sie nirgendwo rein dürfen. Und ich habe ein Zimmer, da ist meine Bühnengarderobe drin, die dürfen nicht rein, weil die legen sich drauf und machen auch mal Unsinn. Eine hat schon mal an den Koffer gepinkelt, weil ich wieder wegfuhr. Aber wir haben so Alu-Koffer, da kann man das abwaschen, das ist nicht so schlimm. Seitdem dürfen sie in dieses Zimmer nicht, das wissen die. Mhm. Aber das Bett ist abgedeckt. Ich habe sogar eine Zum Glück, spezielle oder? Bettdecke anfertigen ja. lassen. Die hat eine Folie drunter. Wenn sie draufspringen, kann das waschen. Dann ist das alles okay. Wie findet Ihr Mann das Ganze denn so? Mit der Folie und den Ja, da schläft er ja nicht drauf. Nein, da schläft er nicht drauf. Nee? Ja, die hat das ja mit befürwortet. Mein Mann ist ja damit reingewachsen. Mhm. Es ist ja nicht so, dass ich die Tiere angeschleppt habe. Mhm. Diese Tiere sind gestrandet. Sie sind bei uns fast, will nicht sagen geboren, worden, aber irgendwie haben die Tiere einen Instinkt und sie kommen. Und ich habe auch sehr viele behinderte Tiere, wo ich erst gedacht habe, da werde ich nie mit fertig. Und ich habe eine sehr liebe Tierärztin, die gesagt hat, diese Tiere sind absolut lebensfähig, nur wenn sie sie ins Tierheim geben, glauben Sie nicht, dass die noch eine Chance kriegen. Die können niemals mehr vermittelt werden. Denn die Menschen möchten einfach nur gesunde, hübsche Tiere. Aber die hässlichen, die auch ein Handicap haben, die wollen sie nicht. Und da habe ich einfach gesagt, das kann ich auch nicht übers Herz bringen. Die bleiben bei uns. Denn im Grunde genommen können sie kein schöneres Leben haben. Sie haben ihre Wiese, sie haben ihre Häuschen. Ich mache das alles sauber. Ich quäle mich wirklich. Ich kenne kein Weihnachten, Ostern. Manchmal auch keinen Urlaub. Das sitzt dann irgendwie auch dann nicht drin. Also die Katzen haben super Leben, aber Sie auch noch? Ja, das ist die Lebensqualität bei mir ist geschrumpft, aber ich bedauere mich nicht selber. Ich habe so ein Glück, will ich Ihnen ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich singe, bekomme ich immer wieder Engagements, als wenn es so gewollt ist vom lieben Gott, dass er sagt, du musst immer noch arbeiten, damit du auch die Tiere versorgen kannst. Das ist irgendwie so ein Geben und Nehmen. Und wenn man gibt, dann bekommt man auch zurück. Und das ist so, glauben Sie es mir. Da kann ich aus Erfahrung sprechen, ganz bestimmt. Ich tue das gern. Also man merkt ja, dass sie es gerne tut und dass ihnen das auch was gibt. Aber gibt es manchmal auch eine Tierliebe, die so extrem ist, dass es fast nicht zu bewältigen ist? Ja, ich denke, Sie haben selbst angesprochen, dass ihre Lebensqualität ein bisschen abgenommen hat, weil sie wahrscheinlich gar nicht mehr so viel Raum für sich haben. Das ist wahr. Und die Frage ist auch, wie viele Stunden sie brauchen, um die Katzenklos jeden Tag sauber zu machen. Das ist noch mal gar nicht so schlimm. Aber wir haben sehr gutes Streu. Also ich mache jedes Mal, wenn was drin liegt, renne ich mit der Tüte. Das ist ja für mich wie Sport. Ich renne ja immer nur durchs Haus. Und dadurch bin ich ja auch sehr fit geblieben, im Grunde genommen. Ich bin den ganzen Tag eigentlich für die Katzen im Einsatz. Das macht auch nicht jeder. Ich weiß, aber ich habe manchmal gar keine andere Wahl. Ich habe auch keine Hobbys mehr. Ja, aber das ist es, glaube ich. Ich glaube, dass es immer in unserem Leben darum geht, eine Balance zu behalten. Ja, aber und diese Balance kippt vielleicht ein bisschen. Und vielleicht aber was soll ich machen? Die Tiere brauchen mich. Suchen, ja. Und ich kann kein Personal in Dienst nehmen. Wie soll ich das bezahlen? Wo ich jetzt sage, jetzt hier eine Nanny für 4 Stunden und die macht das und die macht das. Das geht einfach nicht. Die Gefahr, dass jemand bei Ihnen vorbeikommt und die nächste Katze abgibt, ne? Nein, wir haben diese Tiere jetzt und ich bringe das auch zu Ende, aber wir werden uns bemühen, keine Neuzugänge mehr aufzunehmen. Wir haben einen großen Bekanntenkreis, wo ich oft bitte und bettel, wenn wir noch eine arme Kreatur finden, dass sie aufnehmen. Ich werde mich bemühen, irgendwie wird es einen Weg geben. Sie haben es, Entschuldigung. Ja, aber das Schöne ist ja, ich meine, mit jedem Tier, was man rettet, also hier sitzt vielleicht auch der ein oder andere, der ein Tier aus dem Tierheim geholt hat oder was auch immer. Ich meine, man rettet dann nicht gleich die ganze Welt, aber für das Tier. Und dann haben Sie für 40 Tiere denen eben eine neue Welt gegeben. Und das ist natürlich immer wirklich... Ich sage mir immer, eins geht ja noch. Also ich habe sie mir wirklich nicht rangezüchtigt, dass ich jetzt gesagt habe, ich will jetzt eine gewisse Zahl. Nein, es ist einfach so passiert. Und wir haben auch eine ganz arme Katzenmutter gehabt, die wirklich 5 Junge, davon 4 Behinderte zur Welt gebracht hat. Ja, soll ich sie um die Ecke bringen oder so? Aber das ist die Frage. Ich finde immer Tierschutz, ich habe da wirklich auch den höchsten Respekt und wir alle tun irgendwie, was wir können und ob es in Spendenform ist oder was auch immer. Ja. Aber ehrlich gesagt finde ich, in unserer Gesellschaft ist Tierschutz auch ein Armutszeugnis. Also, dass wir überhaupt Tierschutz haben müssen, finde ich, sagt viel über unser Land und unsere Werte irgendwie aus, dass wir also so schlecht in Teilen mit den Tieren umgehen, dass wir also diesen Schutz überhaupt brauchen.
Das finde ich irgendwie ein bisschen... Ja, und ich finde das aber auch gut, dass es Menschen gibt, die sich noch um diese Tiere kümmern, egal in welchem Bereich das ist. Und das aber wie kommt es überhaupt so weit? Also das muss man sich ja fragen. Aber ich würde dann vielleicht doch lieber vorschlagen, nicht mit 40 Tieren sich um Tiere zu kümmern, denn wir schauen ja immer auf die Bedürfnisse der Tiere. Ja, die kriegen auch alles. Die haben ja ihre Bedürfnisse. Ich glaube, dass sie sich total bemühen, denen alles zu geben und auch ihre Liebe. Trotzdem ist es nicht unbedingt so geeignet, 40 Katzen auf einmal zu haben. Ja, die habe ich ja nicht. Ihr habt ja nicht gesagt, ihr dürft nicht genau. mehr werden. Und da wollte ich einfach einen Tipp geben, dass geht uns, glaube ich, alle an, dass wir wahrscheinlich im Urlaub mal den einen anderen Hund gesehen haben oder Katze, die auf uns zukommen und dann sagen, wir müssen auch Nein sagen dürfen. Das haben wir jetzt. Wir genau. sagen Nein. Das ist da gut, ist dass ja Sie das haben wir. Die Grenze ist erreicht. Wir haben ich würde es schon ein bisschen früher machen. Ja, von 40 Katzen haben wir 20 alte Katzen. Und Sie glauben es nicht. Die werden manchmal 24 Jahre alt. Ja? Das dauert noch guter Pflege. Aber wir haben auch Jungtiere, die versterben, die krank sind. Aber es ist eine Grenze erreicht und es wird bestimmt, ich hoffe ja auch, dass irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, wo ich sage, ich habe nur noch 25 Katzen. Das ist wunderbar. Und ich werde bestimmt mir das nicht mehr antun, weil ich jetzt muss es ja auch bewältigen können. Und deshalb sagen wir, glaube ich, alle Respekt vor diesem Engagement und gleichzeitig hoffen wir, dass Sie die Balance finden im Leben. Ja, ich ganz bestimmt. Gabi Baginski. Ich habe das fest vorgenommen. Ja. Vielen Dank. Frau Seskin, Sie haben viel publiziert, zu sehr vielen Themen, muss man dazu sagen, aber immer auch wieder über Tiere und auch über artgerechte Tierhaltung. Wenn Sie ihn jetzt zum Beispiel hier so sehen, ist das okay? Glauben Sie, er fühlt sich wohl hier ja, bei uns? Auch trotz Fernsehstudio und so, das ist schon ja, ich meine, die beiden haben ja eine ganz feste Bindung. Also, und der fühlt sich wohl, denke ich. Was glauben Sie? Aber ich habe eigentlich nicht über artgerechte Haltung geschrieben. Ja, aber auch über einen artgerechten Umgang mit Tieren. Was würden Sie denn sagen, welche Tiere sind zum Zusammenleben auch zu Hause geeignet und welche nicht? Naja, also grundsätzlich sind natürlich viele domestizierte Tiere von uns schon so gezüchtet worden, dass sie gut mit uns zusammenleben. Ist natürlich das Schönste, wenn das so ein freies Kommen und Gehen ist, wie bei Katzen oder auch, also mit Hunden kenne ich mich einfach nicht so aus, das ist jetzt nicht ein Vorwurf. Ich denke, dass wir viele Tiere halten, die wir eigentlich nicht halten sollten, zum Beispiel Vögel in Käfigen zu halten. Das finde ich eher tragisch, weil wir bewundern ja eigentlich oder Vögel dafür, dass sie fliegen können, metaphorisch, dass sie sich über alles erheben können, dass sie frei sind. Ja, das lieben wir an denen, auch an Geparden. Bewundern wir, dass sie schnell sind und nicht, dass sie auf 700 Quadratmeter, sondern dass sie 60 Kilometer laufen können. Also wir bewundern an solchen Tieren ihre Freiheit und ihr großes Vermögen, auch körperliches Vermögen. Und ich denke zum Beispiel, Vögel in Käfigen zu halten, ist eigentlich immer tragisch für den Vogel, der kann nie richtig fliegen. Und auch Kaninchen und Meerschweinchen in diesen kleinen Käfigen. Ich unterstelle nicht, dass sie nicht geliebt werden. Die werden geliebt. Ja? Natürlich werden die geliebt, aber es ist kein gutes Leben für die. Das also ist Sie sagen, abgerecht. Dass man sie liebt, heißt noch lange nicht, dass genau man ihnen das. Was Gutes tut. Genau, und das ist das Problem. Das ist ehrlich gesagt, das ist bei der Liebe zwischen Menschen ja leider auch so. Auch bei der Liebe zu Kindern. Das heißt nicht, wenn man jemand liebt, dass man dafür geschützt ist, dass man sie auch mal falsch behandelt, dass man ihre Bedürfnisse übersieht. Und bei Tieren haben wir das, glaube ich, gelernt. Wir sind in einer Gesellschaft alle aufgewachsen, in der wir viele Bedürfnisse von Tieren übersehen. Ja? Kommen wir doch dazu, wie Sie mit Tieren leben. Sie sind irgendwann umgezogen von Frankfurt am Main in die Lüneburger Heide. Wir sehen einige Bilder. Vielleicht nehmen Sie uns einfach mit und erzählen, wie Sie mit Tieren zusammenleben. Was? Ja, also ich habe Flugschafe. Also ja, ich das Schaf hat sich da gerade streichelt. Das habe ich also mit der Flasche aufgezogen, weil die Mutter es nicht akzeptiert hat. Das ist offiziell ein sehr scheues Schaf, Schafrasse. Hat mich kennengelernt als sehr Erwachsener und ist trotzdem total verschmust. Ein Vierhornschaf. Die sind ganz unterschiedliche. Kann ich ja gleich noch mal erzählen. Die sind auch bei mir so ein bisschen gestranden oder ja, hat sich so ergeben. Ja? Das war Puri. Wer ist das? Puri habe ich genannt. Ja. Also ein Hahn. Ja. Also das sieht auch richtig. Der war krank. Mhm. Also ich habe. Ich halte meine Hühner natürlich nicht in der Badewanne, aber der war krank und es war eiskalter Winter. Und da ich sie natürlich vom Vogelspezialisten behandeln lassen, habe ich natürlich gefragt, welche Temperatur wäre ideal. Dann habe ich das Badezimmer auf 15 Grad runtergekühlt, was dann für mich nicht so toll war, aber war für Puri dann besser. Sie haben ja auch mal einen Huhn operieren lassen. Das hat richtig Geld gekostet. Wie reagiert da Ihr Umfeld, wenn Sie diese Leidenschaft an den Tag legen? Wie soll ich zuerst sagen, das waren Hühner, die ich aus einer Bio-Freiland-Legefarm übernommen hatte. Mhm. Das waren so Resthühner. Die anderen waren alle schon zum Schlachter gebracht. Ich habe die zufällig, ich kenne den Besitzer, ich habe die gekriegt. Ja? Die waren alle in schlechtem Zustand, weil nach einem Jahr legen sind die in schlechtem Zustand. Tumore, Legedarmentzündung, wenige Federn und so weiter. Und da habe ich mir geschworen, dass ich die nicht zum Tierarzt bringe, weil klar war, das wird zu teuer, ja? Also das, und auch zu aufwendig.
naja, es waren 15 Hühner, dann wurden es auch mehr. Aber irgendwann, wenn so ein Huhn vor einem sitzt und man merkt, oh Scheiße, das hat jetzt das und das, das könnte man behandeln lassen. Man geht zum nächsten ersten Tierarzt. Der sagt, ja, der Spezialist müsste sich angucken, werden wir zum Spezialisten. Und dann sagt er, ich könnte es operieren. Es hat 300 Euro gekostet, ich gebe es zu. Ich weiß, viele Leute finden das verrückt. Aber mal ganz im Ernst, ja, die Leute geben so viel Geld für unglaublichen Mist aus. Ich meine, dafür kaufe ich viele andere Sachen nicht. Und dann zu sagen, ach ne Huhn, jetzt musst du sterben, weil ich bin zu geizig, das war mir auch zu blöd. Ja. Und ehrlich gesagt, sie tun ja damit, es kann den anderen ja auch, man kann ja ein bisschen darüber schmunzeln, aber sie tun damit ja keinem anderen weh. Also nee, deswegen weiß ich immer nicht, warum sich Leute über sowas dann aufregen. Also, ich finde es auch nicht, ja. Sie haben ja auch Schafe. Und wie hat denn Ihre niedersächsische Nachbarschaft reagiert, als Sie dann irgendwann gesagt haben, die werden nicht geschlachtet, ich mache auch keinen Käse oder irgendwas. Wie reagieren dann die Leute? Ach, es ist ja gut. Also so im Dorf, finde ich, das hat sich so ganz gut ergeben. Ja. Also bei mir haben dann auch oft Leute, die auch eigentlich im Dorf leben, erstmals wieder so richtig frei rumlaufende Hühner und Schafe auch so kennengelernt oder Schafe, die auch erwachsen werden. Manchmal haben Leute gesagt, oh Gott, wenn du die Schafe jetzt nicht schlachtest, dann müssen die ja sterben. Oh, habe ich häufiger gehört. Entschuldigung, schlachten ist auch tot. Ja. Darf ich mal was fragen? Wie halten Sie Ihre Schafe? Da kommen Lämmer dann auch? Nein, ich habe die tatsächlich auch kastriert, wie man es mit Haustieren auch machen würde, also mit Katzen. Also die haben ein sehr, sehr großes Gebiet, aber natürlich, wenn sie jetzt immer mehr werden, dann müsste ich sie abgeben. Und ich denke, die Kastration ist ein Eingriff in ein Tier, es ist nicht unproblematisch, ja, da muss ich das schon überlegen. Aber ich denke, es ist besser, einige zu kastrieren, als später welche zu schlachten. Naja, wir haben das Problem, die Kastration ist ein Eingriff, aber das Nicht-Mutterschaf-Werden ist eben auch ein Eingriff. Genau. Also das bedürfnisgerechte Halten von Schafen sieht anders aus. Und dann kommen wir natürlich in diesen Dilemma, dass es dann natürlich auch eine Zunahme von Schafen gibt. Jetzt wird es interessant, spannend. Meinen Sie? Ja, es ist die ganze Zeit schon interessant hier. Ja, finde ich auch. Nein, also wir sind immer ja in diesem Dilemma, dass die Schafhaltung oder jede Nutztierhaltung tatsächlich dazu auch nachkommen muss. Es ist keine Nutztierhaltung. Doch, wenn wir ein Tier in unserer Obhut haben, ist es eine Haustierhaltung. Und dann haben wir die Verantwortung, dass das Tier letztendlich bedürfnisgerecht gehalten wird. Und wir nennen die Tiere Nutztiere, weil sie ehemals auch geschlachtet wurden. Aber sie nutzen ja die Schafe auch im Moment, ne? Für ihr Wohl, für ihr eigenes Wohl. Ich finde, ehrlich gesagt, da sind jetzt so viele Unterstellungen drin. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, die abzuarbeiten. Also in der üblichen Schafhaltung werden ja die Lämmer den Kindern, den Müttern entnommen, ja? Während die eigentlich auch noch saugen würden, ja? Während die noch nicht erwachsen sind. Doch, durchaus Alternativen zu dem, was Sie jetzt industrialisierte Haltung, glaube ich, nennen. Also die übliche Schafhaltung in Deutschland ist so, dass die Lämmer in nicht erwachsenen Zustand von den Schafen, von den Mutterschafen entnommen werden. Und das würde ich eben auch ablehnen, weil da gibt es eine Bindung zwischen ihnen. Sie meinen, jährliche Schafe sind, jährliche Lämmer sind für Sie nicht erwachsen dann? Und jetzt ist es bei mir so, dass sie tatsächlich auch eine Bindung aufbauen können und über Jahre hinweg, also man hat das auch schon, Tierärzte haben das teilweise auch erforscht, dass die Mütter und Töchter auch jahrelange Beziehungen zueinander haben und diese Herde ist gewachsen. Es stimmt, dass sie nicht neue Lämmer bekommen können, damit nehme ich denen was weg. Das meinte ich mit Eingriff, Kastration ist ein Eingriff in das Leben. Aber ich glaube, das, was für Ihre Position doch wichtig ist, ist, dass Sie sagen, für mich braucht ein Tier keinen Nutzen und keinen Zweck. Es kann einfach nur so da sein. Ist das das Entscheidende, was Sie... Genau, und deswegen denke ich auch, also für mich ist auch wichtig, auch mit diesen Hühnern noch, mit den Operationen, also jedes Tier ist auch ein Individuum. Es hat ein Recht auf sein individuelles Leben, ja, auf ein Leben in Freiheit, mit seinen Artgenossen, mit seiner gewachsenen Familie. Also meine Schafe, natürlich gibt es irgendwo Zäune, weil sonst würden sie auf die Straße laufen. Sie verstehen das mit dem Verkehr nicht. Auch ich kann nicht überall rumlaufen. Aber die haben ein sehr, sehr großes Gebiet, sehr abwechslungsreich. Die können rein und raus und haben alle möglichen Möglichkeiten, auch ihren, ich sag mal, Alltag so sich zu arrangieren und so weiter. Ja, und ich nutze sie nicht, ich nutze sie nur, sozusagen, wie ich auch menschliche Freunde nutze, aber das würde ich nicht Nutzen nennen. Ne? Also natürlich bekommt man etwas von Menschen und Tieren, die man liebt, aber es ist nicht ein Nutzen im üblichen Sinne wie Ausnutzen. Ich nehme ihnen nichts weg, was sie nicht geben würden und es ist wirklich eine symmetrische, relativ symmetrische Beziehung. Herr Hanken, ist Ihnen das nah oder fremd, was Sie da hören? Das einfach, also Tiere als Gefährten kann man ja eigentlich sagen, ohne dass man sie nutzt, ohne... Also von meinem Dafürhalt ist es so, was sie mit ihrem Geld macht, ob sie für einen Huhn 1.000 Euro oder 300 ausgibt, sei dahingestellt. Mhm. Sie hat dafür gearbeitet, ihre Kohle muss sie dahin drücken, wo sie will. Ob es
dem Sinn entsprechend Sinn macht, kann man das von beiden Seiten begucken. Man kann auch sich umgucken und sieht irgendwo, wo Leid auf der Nachbarschaft ist, wo wir uns leicht mal die Scheuklappen vor, denn Elend wollen wir nicht sehen bei uns Menschen. Bei den Tieren erkennen wir es allzu oft. Aber man muss es individuell sehen. Ich bin davon auf Ihrer Seite. Schafe vermehren sich, bis sie in einem hohen Alter sind, jährlich. Und dieses Mutterverhalten sollte auch erhalten bleiben. Und wenn die Herde nicht größer werden soll, gibt man einfach Lämmer ab. Das ist ja alles gar kein Problem, aber das ist einfach die Natur. Das ist nicht die Natur, dass ich als Mensch Lämmer abgebe und als Mensch Lämmer gewaltsam töte. Die werden doch geschlachtet. Abgeben heißt doch nicht, dass sie woanders dann fröhlich über die Weiden springen. Die werden woanders getötet. Dass ich finde, wenn man sie tötet, ist das doch auch ein ganz starker Eingriff in das Leben eines Tieres. Sie greifen doch die ganze Zeit wir auf haben, ins Leben was ein. Wir, fangen wir doch mit mal an mit unseren Zähnen. Wir haben Mahlzähne, wir haben Eckzähne als Reißzähne. Wir haben Schneidezähne für Grünzeug. Wir Menschen sind ein wahres Futterklo. Die Sau und wir essen alles, von Fleisch bis. Das Wildschwein jagt intensiv mit ihrer Rotte. Sag nicht, dass es ungesund und, ist, aber ich finde es unethisch. Nein, aber ethisch gesehen ist, wir jagen, was wir essen und was unsere Verdauung gut tut. Es sei dahingestellt, dass jeder Mensch nicht jeden Tag Fleisch braucht, ist uns alle völlig klar. Aber man muss auch den anderen Aspekt sehen. Wenn Menschen so argumentieren, wie Sie das jetzt machen, dann kriegt die Landwirtschaft immer diesen unglaublich anrüchigen Aspekt. Jeder Bauer ist ein Umweltverschmutzer und ein Tierschänder geworden, obwohl wir an der anderen Seite, weil gerade Leute kein Geld mehr für Lebensmittel ausgeben. Industrielle Landwirtschaft. Das ist natürlich ein großes Thema. Wie geht die Landwirtschaft mit Tieren um und so weiter? Das ist natürlich auch eine eigene Sendung wert. Aber kommen wir noch mal zu dem, was Sie ja im Grunde vertreten und das wollen wir ja jetzt rausarbeiten. Das eine war, Tiere sind nicht mit einem Nutzen verbunden, nach Ihrer Position auch nicht mit einem Zweck verbunden. Ein zweiter Punkt, den Sie ja immer auch mal wieder ansprechen, wir lieben Tiere, wir umgeben uns mit ihnen und das hatten Sie schon mal angedeutet. Bestimmte Tiere würden wir auch nie essen, reden wir jetzt über Hunde und Katzen, viele andere schon. Ist da für Sie ein Widerspruch? Ja, also ich meine, es ist logisch gesehen, nur sozusagen, wenn man so drüber nachdenken würde, ist ein Widerspruch. Aber wir Menschen sind natürlich auch in der Lage, sehr viele Widersprüche in unserem Verhalten, also alles Mögliche zu vereinen. Wir können auch sehr gut verdrängen. Wenn wir nicht verdrängen könnten, kämen wir nicht durch dieses Leben. Aber es ist natürlich die Frage, was sollten wir verdrängen? Ne? Also ich denke eben, gerade wenn man Katzen und Hunde kennt, was Sie sagen, sie reinigen das Klo immer. Ne? Wir wissen, das sind reinliche Tiere. Ja. Und Schweine zum Beispiel, die koten auch nie in ihrem Stall rum. Also die gehen woanders hin und koten in einer ganz anderen Ecke. Aber wir zwingen die ganzen Schweine in der Tierhaltung, über ihrem eigenen Kot zu stehen. Spaltenboden heißt, Kot und Urin fallen durch und die stehen das ganze Leben über dem Kot. Die können sich, die Muttersauen, die für die Sauenzucht verwendet werden, die können sich die Hälfte ihres Lebens nicht mal umdrehen. Die stehen immer in so Ständen, damit sie unter anderem besamt werden können und sowas. Das heißt, wir behandeln diese Tiere so, wie wir es mit Katze und Hund, die vergleichbar sind, nie machen würden. Wenn man jetzt eine Katze in einen Käfig tut, über dem eigenen Kot, würden wir sofort sagen, ist Tierquälerei. Und ich finde halt, beim Schwein ist es genauso Tierquälerei. Wir sollten es nicht tun. Und übrigens auch, ein Katz oder ein Hund kastrieren wir eher, weil ansonsten stellt sich die Frage, was soll ich machen? Statt, dass wir sagen, naja gut, dann stecke ich sie auf den Spieß und esse sie. Ich finde das in der Tat besser, dass man Tiere auch mal kastriert, obwohl es nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist. Aber das finde ich noch besser, als wenn wir Tiere einfach gewaltsam töten, ohne Not. Das Verhältnis zwischen Mensch und Tier hat sich ja über die Kulturen und über die Evolution immer weiterentwickelt. Irgendwann waren Tiere mal auch die Brücke zwischen Mensch und Göttern und irgendwann waren sie Arbeitskollegen auf dem Feld. Wenn Sie jetzt heute das, und vielleicht danach auch zu Frau Otterstedt noch mal, wenn Sie das heute sehen, was glauben Sie, wo stehen wir heute im Umgang zwischen Mensch und Tier? Wie wäre ein guter Umgang? Ja, das ist verrückt. Ich glaube, die Menschen haben früher oft genauer gesehen, dass so ein Tod an einem Tier nicht was Leichtes ist. Also so frühe jagende Kulturen, die haben sich das auch erklärt. Ne? Das Tier schenkt sich, also sie haben Riten drum gehabt. Sie haben gesehen, dass eine Mutterkuh am Kalb hängt. Wir sehen das teilweise nicht mehr. Wir blenden das total aus. Weil ich glaube, wenn wir es sehen würden, wenn wir wirklich dem mal ins Gesicht sehen würden, was wir in der Massentierhaltung, und das ist ja die übliche Tierhaltung, Massentierhaltung ist unsere Tierhaltung in der industriellen Gesellschaft, wenn wir das sehen würden, würden wir erkennen, das können wir eigentlich nicht machen. Also immer wieder diese Reaktion, wie der Milchkuh wird das Kalb nach der Geburt genommen. Das wissen viele Leute nicht. Als ich es erfahren habe,
wurde ich vegan. Warum? Weil die Beziehung zwischen Mutter und Kind ist auch bei Tieren eine ganz wesentliche. Und es ist sehr grausam, die zu unterbrechen. Und ich glaube, wir verdrängen es. Wir stehen vielleicht vor einem Punkt, hoffentlich, wo wir dem mehr ins Auge schauen müssen. Weil menschheitsgeschichtlich sind wir eine der ersten Generationen, die ganz ohne tierische Produkte eigentlich leben können. Wir können uns super nur pflanzlich ernähren. Es wäre gesünder, auch umweltmäßig gesünder für die ganze Erde, auch für die Menschheit. Oder es aber zumindest einschränken. Und das haben Sie ja auch schon gesagt, man muss nicht 7 Tage Fleisch auf dem Teller haben. Man kann sich irgendwie vernünftiges Fleisch, in Anführungsstrichen vernünftiges Fleisch kaufen. Das brutzelt dann auch nicht so zusammen. Es ist nicht voll mit Hormonen. Und es ist, ich finde auch diese Massentierhaltung in den meisten Betrieben ist ein absoluter Albtraum. Ich habe einmal ein Video gesehen, wenn Schlachthäuser Scheiben hätten und danach, also wirklich wird ihnen so schlecht. Und das wird es also Lebewesen antun. Das ist wirklich furchtbar. Und das mit den Milchkühen habe ich auch erst vor kurzem erfahren. Die schreien tagelang nach ihren Kälbern. Und das ist nur, weil wir meinen, wir müssten irgendwie dauernd Milch trinken. Und es gibt mittlerweile andere Produkte. Ich sage auch nicht, dann fahr zum Bauern und hol dir irgendwie einen guten Liter Milch, wo du siehst, irgendwie, wie der mit seiner Kuh umgeht. Es ist auch bei Bio so. Es ist immer so. Also ehrlich, wenn wir sagen vernünftiges Fleisch, also Fleisch ist immer tot. Oder Milch. Also auch bei Bio-Betrieben, Sie können mal eine Bestimmung nachschauen, fahren Sie mal hin. Also auch wenn man den Bauern selber sieht, so bin ich ja vegan geworden. Es ist auch da so. Ja? Es gibt nicht die gute, reine Milch, die einfach so aus der Kuh rausfließt. Ja? Es ist irgendwo immer ein Kalb, die eigentlich diese Milch hätte trinken wollen. Es geht ja heute auch gar nicht darum, dass jeder Ihnen folgt in den Gedanken. Man merkt ja auch, dass es eine große Bandbreite gibt hier. Aber erstmal an dieser Stelle muss man sagen, danke für Ihre publizistische Leistung, für Ihren Antrieb und auch für Ihr Engagement, das Sie mit diesem Thema bringen und die Impulse, die Sie setzen. Auch zu Ihnen da noch mal. Wo würden Sie sagen, stehen wir im Umgang zwischen Mensch und Tier? Also ich fand das sehr klug, was Sie gerade sagte, dass die Entfremdung eigentlich da ist und dass wir, dass den meisten Menschen es leichter fällt, ihr Stück Fleisch wirklich sauber abgepackt im Supermarktregal zu kaufen, weil man sich mit dem Thema nicht konfrontiert. Ich habe allerdings das Gefühl, dass wir nicht mit provokativen Bildern irgendwie weiterkommen, indem wir immer wieder Shocking-Bilder, Shocking-Filme zeigen. Ich glaube, damit schaffen wir einen Widerwillen und einige werden Vegetarier, einige werden Veganer. Aber wir kommen keinen Schritt in unserer eigenen Entwicklung da weiter. Und ich glaube, wir müssen uns einfach nur wieder besinnen auf das, was wir früher auch gemacht haben. Das heißt nicht, dass jeder von uns jetzt in den Wald geht und jagt, aber dass wir uns zutrauen, peu à peu uns wieder damit zu konfrontieren und dann auch die Landwirtschaft unterstützen, die es tatsächlich schafft, den Tieren ein gutes Leben zu geben, bis sie dann geschlachtet werden. Ich glaube, das ist eine Ambivalenz, aus der wir nie rauskommen werden. Wir können uns dann letztendlich entscheiden, individuell für einen anderen Weg, aber ich glaube, dass aus dieser Ambivalenz... Das würde aber auch bedeuten, dass man auch, also weil wir in Deutschland, was Nahrungsmittel anbelangt, wirklich hinten dran sind im europäischen Durchschnitt. Wir müssen einfach auch mal uns überlegen, hole ich mir jetzt irgendwie 10 Hähnchenschenkel für 1,99 oder bin ich bereit, fange wieder an, mit meinen Kindern zu Hause zu kochen und schieb nicht die Fertigpizza in den Ofen. Und es kostet einfach ein bisschen mehr, aber... Genau. Und ehrlich gesagt, ich wohne in Berlin. Es gibt einmal die Woche kommt der Bauer mit seiner Kiste, die kostet irgendwie 5 €. Da sind irgendwie regionale Sachen drin. Und den Trend erlebe ich also da, wo ich wohne, jedenfalls schon, dass Leute achtsamer werden. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg, sowohl eben in der Pädagogik, da wird ganz viel Engagement gezeigt, als auch in der Landwirtschaft. Also ich weiß allein von 2 Bundesländern, die sich sehr groß engagieren. Wir müssen aber bei Verhaltensänderungen auch ein bisschen noch und Zeit geben. Wir Menschen tun uns schwer, das Verhalten zu verändern. Reden wir doch mal konkret über das, was Sie, Herr Gaub, machen. Sie haben, wie gesagt, eine Villa in Heilbronn, führen dort ein Hotel. Und wir sehen jetzt da auch einige Bilder. Erzählen Sie doch mal, wie Sie mit Ihren Geparden dort zusammenleben, was sich dort abspielt. Ja, das ist das Hotel? Ja, das ist also das Grundstück. Ja. Und das ist der Gepard, der in seinem Gehege und ab und zu eben auch bei mir auf der Terrasse oder wie hier im Wohnzimmer lebt. Dem geht überhaupt nichts verloren. Sehen Sie, wie menschenbezogen ein Gepard werden kann. Er liebt es, über alles zu mir auf den Sofa zu liegen. Und nicht umsonst hat Professor Cimek Geparden eingeteilt als wilde Geparden und Hausgeparden. Also da ist ein großer Unterschied, wenn ein Gepard von klein an
privat aufgezogen wird, wird nur ein Gepard zu Extremmenschen bezogen. Keine andere Raubkatze. Erklären Sie aber doch noch mal, wenn Sie sich so fasziniert zeigen von diesem Tier. Sie könnten ja auch sagen, ich beobachte den in einer natürlichen Umgebung, im Urlaub oder so. Warum zu Hause? Warum im Garten? Das ist dermaßen faszinierend. Ein kleiner Gepard, wie menschenbezogen der wird. Mhm. Er verhält sich fast wie ein Hund. Und Geparden werden auch als einzige hundeartige Raubkatze bezeichnet. Der Gepard ist ein völlig anderes Tier als ein normaler Leopard. Man sieht das an den Pfoten. Er hat reine Hundepfoten und kann auch nicht die Bäume hochklettern. Und wird extrem menschenbezogen, also sehr, sehr zahm. Wie ist das denn von der Nachbarschaft aufgenommen worden? Ich meine, das ist ja mitten in einem Wohngebiet. Sind die noch zum Kaffeetrinken gekommen, wenn man hört, ja, da streifen Geparden irgendwo im Garten rum? Da gab es also fast keine Probleme. Fast keine? Fast keine Probleme. Also. Das heißt, eine Nachbarin, die hatte Angst um ihre Kinder. Aha. Dann hat die Behörde ein Fachgutachten beantragt. Und kein geringerer als Professor Cimek hat mir ein Fachgutachten geschrieben. Denn ich war bei Professor Cimek in verschiedenen Sendungen, ein Platz für Tiere. Welche Auflagen müssen Sie denn erfüllen, dass Sie das überhaupt dürfen? Vielleicht könnten Sie das noch mal zusammenfassen. Also die Auflagen, ein Baugesuch einreichen vom Gehege, dass das ausbruchssicher ist. Dann eine Versicherung abschließen, eine Haftpflichtversicherung. Falls das Tier mal auskommt, dann muss ein Wohnzimmer sozusagen, beheiztes Zimmer für den Gepard bereitstehen, wo er auch in den Wintermonaten leben kann oder in der Nacht. Bei mir ist der Gepard jede Nacht in seinem Zimmer, rein aus Sicherheitsgründen, dass niemand einen Zaun aufschneiden kann. Ist denn mal irgendwas passiert? Sind Sie Nein, bei mir nicht, aber bei einem anderen Gepardenhalter hat man den Zaun aufgeschnitten und dann waren die zwei Geparden tagelang unterwegs. Wenn Sie sagen, der wird einem Hund relativ ähnlich, ist das da auch denkbar, dass Sie den an die Leine nehmen und zum Bäcker gehen? Ja, könnte ich machen. Ich habe gehört, Sie waren auch mal in einem Eiscafé? Ja, in jungen Jahren hat man so bestimmte Ideen, mit dem Gepard auch mal in ein Eiscafé zu gehen oder bei einer Modeschau mitzumachen, bei Mooshammer in München zum Beispiel. Also es war schon noch so ein bisschen Das posieren war so ein bisschen, und so ein bisschen, bisschen die Jugendallüren damals. Das mache ich natürlich heute nicht mehr. Würde der uns denn irgendwas tun, wenn wir jetzt bei Ihnen zu Besuch wären? Oder nein. Der ist nicht nur auf Sie fixiert? Nein. Und dann ist jeder Gepard vom Charakter her sehr unterschiedlich auch. Also er verhält sich Menschen gegenüber unterschiedlich. Der eine mag diese Person nicht oder jene Person. Der eine mag Kinder nicht. Der andere mag keinen Lärm. Das ist ja wie beim sehr schreckhaft. Aber also ich finde es trotzdem... Also ich habe überhaupt keine Ahnung. Nee, ich finde es befremdlich, weil ich finde, weil wir es einfach gewohnt sind. Ja, wir hatten das schon mit domestizierten Tieren. Also aber für mich gehören die halt auch eher in die freie Natur und auch mit dem Jagen. Also ich glaube, die haben Jagdinstinkt. Und jetzt sagen Sie natürlich, haben Sie vorhin eingangs ja gesagt, Sie haben auch Mitgefühl für andere Tiere, aber die essen ja trotzdem Fleisch. Also die töten oder kriegen eben das Essen auf dem Teller serviert. Da ist ja jetzt nicht so der große Unterschied. Ja. Natürlich, ich finde es jetzt eigentlich gar nicht so viel schlimmer als jetzt ein Zoo oder so, weil ich merke, dass es so ein bisschen Bedenken gibt. Darf man, oder ja, also, ja, Zoo finde ich auch ganz schlimm. Oder Kanarienvögel oder Papagei. Das sind ja alles Tiere, die sich einfach nicht viel bewegen können und die kein, auch nur annähernd ihr Leben. Ja, naja, aber 700 Quadratmeter, was ist denn das? Das ist 35 mal 20 Meter, ne? Mehr als ein Zoo vielleicht. Ja, aber das ist immer noch ganz die Frage der Relation. Genau. Und. Aber was mich ehrlich gesagt noch mehr befremdet, ist, dass der jetzt da ausgestopft steht. Weil ich meine, haben Sie vor, die Emma später auszustopfen und mit ins Fernsehen zu nehmen? Die ist doch unsterblich. Nein, also jetzt mal theoretisch gesprochen, wenn mal irgendwo ein Hund sterben sollte. Also eigentlich, das ist ja ein Freund dann eigentlich. Ich finde das jetzt etwas befremdlich zu wissen, dass dann Warum haben Sie den ausgestopft? Weil ich mit dem so viel erlebt habe und ich den nicht einfach in die Erde werfen kann. Dass er verfault, sozusagen. Ja. Da habe ich stets Erinnerungen an den und nur positiv. Um zu Ihnen noch mal zu kommen, mit den 700 Quadratmetern,
Sie wissen gar nicht den Unterschied zwischen einem Gepard und einem Wolf. Hm. Ja. Ob ich den kenne? Ja. Also ich verstehe Wolf. Gar nicht. Ein Wolf ist ein Hetzjäger, der über Kilometer die Beute jagt und zu Tode hetzt. Ja. Und ein Gepard ist ein Sprinter. Ja. Wenn er nach 200-300 Meter die Beute nicht erwischt hat, bleibt er stehen, da er völlig verausgabt ist. Hm. Ja, der braucht ist also nicht einen Kilometer zum Rennen, wie ein Hund oder ein Wolf. Aber wissen Sie, haben vorhin auch gesagt, er kriegt ja das Essen sozusagen nach Hause. Serviert, da denke ich immer, das sagen wir auch von Schweinen, Kühen, die kriegen alle ihr Essen nach Hause. Und bei den wenn ich das auch. Jetzt nach, eben, wenn ich das nach Hause, die können es langweilig. Die stellen sich aber. Langweilig. Eben, wenn ich jetzt immer mein Essen nach Hause bekäme und deswegen bekäme ich immer Hausarrest, wäre ich nicht froh. Verstehen Sie? Also das Bewegen hat auch damit was zu tun, die Gegend zu erkunden, auf der Erde unterwegs zu sein. Wir sind lebendige Wesen, auch wir Menschen wollen uns bewegen und die Tiere noch umso mehr, weil wir können notfalls Fernsehen, telefonieren. Die wollen rumlaufen. Nein. Und ich denke, das ist wirklich Hausarrest und man wird nicht kompensiert für ein vollständiges Leben, in dem man eingesperrt wird, auch wenn man das Essen bekommt. Er rennt nur, wenn er jagen muss und Hunger hat. Ansonsten liegt er den ganzen Tag rum. Er kann ja gar nicht rennen in seinen 20x35. Er kann auch nie was anderes sehen. Das finde ich schon traurig. Die klassischen Zuchten, diese Vermehrung, die in den Käfigen hier passieren. Da kommt dieses Tier raus, er kann nicht ausgewildert werden oder dergleichen. Wenn man in Namibia gewesen ist und auch viele Farmer dort kennt, dann weiß man, auf der Abschussliste 1 steht der Gepard. Weil er in diesen ganzen Reservaten, wo die großen Gnus und alles abgeschossen werden, was Jagdtrophäen bringt, weil er dort die Kleinen reißt. Das ist einfach so, sie sind unter Naturschutz, aber werden weggeknipst. Das ist einfach die Realität. Diese sind aus den Zuchten, da müssen die Leute, der Staat reguliert ja so vieles, wo wir rauchen dürfen und nicht und mehr. Was eigentlich lange nicht so schlimm ist wie diese Raubkatzen und sowas, da müsste man auch so eine Regelung hin haben, dass die nicht in die Vermehrung mehr kommen und übersehen. Man soll sie nicht züchten. Sondern auf gezielte Art und Weise in anderen zoologischen Gärten unterbringen, um Blutauffrischung zu machen, aber nicht weiter. Da muss man irgendwie auch eine Bremse ziehen. Mooshammer war jetzt vom Typ hier ein Exot, der hatte auch einen Geparden. Der hat aber im Café in München sich ein Mädel gegriffen und das ganze Bein aufgeschlitzt. Das war in den 70er Jahren. Da wollte ich auch noch mal was fragen. Nicht? Aber zu Mooshammer passt so ein Geparden, er braucht es zum Image. Nicht? Seine Daisy ist ja auch nicht umsonst 46 geworden. Und hier, das traue ich diesen Herrn jetzt nicht zu. Vom Typ her ist er nicht einer, der jetzt mit der Pussycat zu protzen. Er war mal im Eiscafé mit an der Leine, aber das ist lange her. Als ich 20 war. Ja, genau, das haben Sie ja gesagt, das waren die wilden Zeiten. Aber noch mal eine Frage. Ich glaube, dass das, was Sie ja hier sagen, ist, dass Sie im Rahmen der derzeitigen Regelungen alles tun, damit es den Geparden gut geht. Trotzdem bleibt ja so die grundsätzliche Frage, sollte man das tun? Gehören exotische Tiere in Zoos oder gehören sie in Privathaushalte? Wie sehen Sie aus wissenschaftlicher Perspektive? Ja, ich sehe es vor allen Dingen im Sinne des präventiven Tierschutzes. Was für Signale geben wir eigentlich damit? Wir wollen, was Sie, Herr Hanken, gerade sagten, ja, eine Blutauffrischung. Wir wollen das Tier an sich als Art schützen. Tun wir das aber, wenn wir es privat halten? Geben wir da nicht falsche Signale, dass der Exot etwas Tolles, etwas Hippes, Thrill ist? Da kommt dann noch das Krokodil in den Keller und die Schlange auf den Dachboden. Was geben wir für Signale wirklich an die Gesellschaft? Und deswegen fragte ich vorhin auch, welche Ambitionen hatten Sie wirklich gerade, einen Geparden zu nehmen und nicht eines der domestizierten heimischen Haustiere? Sagen wir das doch zum Schluss nochmal. Was gibt Ihnen der Gepard oder der Umgang mit Geparden? Etwas ganz Besonderes einfach. Mhm. Etwas ganz, so wie ein anderer einen Affe süß findet oder einen Papagei oder eine Schlange. Und so finde ich ein Gepard etwas ganz Besonderes, zumal er so menschenbezogen wird, wenn er von klein aufgezogen wird. Und bei mir wurde der älteste Gepard 18 Jahre alt und Durchschnittsalter in freier Wildbahn ist 8 Jahre. So umstritten das ist, wir danken Ihnen auf jeden Fall, dass Sie diese Leidenschaft mit uns hier geteilt haben und uns darüber haben diskutieren lassen. Vielen Dank, Herr Gott. Ein Satz noch, Ein Satz noch? Noch ein Satz. Mein Leben bestand 40 Jahre bis heute mit Geparden. Mhm. Seit 40 Jahren habe ich immer einen oder zwei Geparden. Seelenverwandt. Ja. Und Cimek meinte mal, als ich in einer Sendung bei ihm war, ein Platz für Tiere, Herr Gaub, ich glaube, in Ihrem früheren Leben waren Sie ein Gepard.
Man müsste den Gepard mal fragen. Genau, man müsste den Gepard mal fragen können. Und das ist eine wunderbare Überleitung. Denn es gibt ja alle Menschen, die Tiere lieben, die sie in ihrer Umgebung auch wissen. Aber es gibt auch Menschen, die versuchen, auf eine bestimmte Art mit Tieren zu kommunizieren. Und eine Frau sagt, ich habe da eine besondere Gabe. Deshalb herzlich willkommen, Sabine Mensen. Hallo. So. Ich bin schon bei Ihnen. Sie haben ja irgendwann mal was ganz anderes gelernt, nämlich was? Steuerfachgehilfin. Steuerfachgehilfin. Ja. Und heute kommunizieren Sie auf eine bestimmte Art mit Tieren, auch telepathisch mit Tieren. Was machen Sie genau? Da muss ich so anfangen, dass man ja mittlerweile sagt, alles ist miteinander verbunden. Mhm. So wie unsere Computer vernetzt sind, so sind wir halt, ob Mensch oder Tier, miteinander vernetzt. Und ich verbinde mich im Grunde genommen mit dem Tier, mit der Tierseele und kommuniziere auf telepathische Art und Weise. Das heißt, Sie sind eine Art Medium? Ja. Man stellt sich also vor, und so läuft das bei Ihnen, glaube ich, Sie bekommen ein Foto eines Tieres. Und was passiert dann? Wie stellen Sie dann Kontakt her? Indem ich ganz einfach, ich sag mal, das Tier bzw. die Seele bitte, ob es wirklich mit mir auch kommunizieren möchte. Es gibt natürlich auch Tiere, die es nicht wollen. Die haben genau wie wir auch den freien Willen. Ja, und dann geht die Kommunikation auch schon los. Entweder stellen die Leute ganz bestimmte Fragen, die Tiere antworten auf die Fragen. Oder das ist halt, dass ich halt einfach channel, dass das Tier einfach mal sagt, beziehungsweise die Seele sagt, was ihr auf der Seele brennt. Also um das nochmal klarzustellen, Sie gucken nicht auf ein Foto und interpretieren und sagen, na ja, dem Tier geht so oder so, sondern das Foto ist nur ein Weg, um wirklich Kontakt zu herzustellen zu den Tieren real. Und Sie sagen außerdem, Sie können mit den Augen des Tieres sehen. Was bedeutet das genau? Dadurch, dass ich halt diese Verbindung habe, weil wir bestehen ja mehr als aus dem Körper. Ne? Wir haben Energiekörper, wir sind feinstofflich, wir haben feinstoffliche Ebenen. Und wenn ich halt mit dem Tier verbunden bin, zeigt das Tier mir quasi, wie zum Beispiel das Zuhause, wie es halt leben kann oder wie es lebt. Und dadurch kann ich halt durch die Augen der Tiere gucken. Also ich brauche auch nicht unbedingt ein Foto vom Tier. Ah ja, und wenn Sie durch die Augen, das heißt, wenn das Tier zum Beispiel jetzt im Wohnzimmer unterwegs ist, sehen Sie dann durchaus, aha, da ist eine weiße Couch oder wie habe ich mir das... Also ich sehe dann halt die Gegenstände, Schlafplätze. Mhm. Ich habe auch schon oft geholfen, wenn Hunde zum Beispiel ausbüchsen, ne? Hunde, die Jagdtrieb haben, sagen dann schon mal Tschüss für ein paar Tage. Also da bin ich auch schon kontaktiert worden, um zu helfen. Weil man kann dann auch die Gegend erkennen, wo die Tiere zum Beispiel sind, wo sie gerade drauf gucken und solche Sachen. Frau Hayali, wenn Sie das hören, ist das irgendwie ganz fremd oder sagen Sie, finde ich spannend, interessiert mich? Also beides. Ich finde es ein bisschen spooky. Ich glaube aber daran, dass es gewisse Menschen gibt mit einer gewissen Gabe oder Empathie. Und ich finde es natürlich spannend, weil ich habe ja vorhin schon mal gesagt, also wenn sie das jetzt mit Emma machen würde, sie tut ihr damit ja nicht weh und mir auch nicht. Und also spannend wäre es schon zu wissen. Ich gehe ja immer davon aus, dass Emma irgendwann anfängt auch zu sprechen. Und wer würde nicht gerne mal in den Kopf des eigenen Tieres irgendwie wirklich rein hören oder gucken, um zu wissen, geht es dem wirklich gut oder tut irgendwas weh oder ist das Futter Mist oder sind die Spaziergänge zu lang? Keine Ahnung. Oder denkt die, Gott, mit der Hayali habe ich es echt nicht gut getroffen? Ich weiß es nicht. Also, könnten Sie denn, weil Sie sagen, Sie brauchen keine Fotos, könnten Sie denn jetzt im Verlauf der Sendung zum Beispiel versuchen, Kontakt mit Emma aufzunehmen? Ja? Könnte ich mal versuchen, ja. Dann versuchen wir das doch. Und dazu würde ich auch noch sagen, haben wir hier drei Fotos. Drei Fotos, die Sie sich mal anschauen können. Ja, Katzen. Ist mit Katzen schwierig? Katzen sind sehr, sehr eigen. Ja. Sehr eigen. Dann, also wenn die nicht wollen, wollen die nicht. Ja. Und versuchen Sie mal wirklich eine Katze, die... Ich glaube, das war falsch rum, diese schöne Katze. Ja, ist ja. Die sind eben eigen, manchmal stehen die auf dem Kopf. Ganz, ja. Aber dann ist das, dann sehen wir das als besondere Herausforderung. Ja. Wie reagiert eigentlich Ihr Umfeld? Ich glaube,
Ihr Mann damals hat das nicht so gut gefunden. Ja, der hat natürlich gedacht, ich spinne, das ist natürlich ganz klar. Ne? Man hätte mir eine Gehirnwäsche verpasst, nachdem ich dann das erste Tierkommunikationsseminar besucht habe vor 10 Jahren. Mhm. Ist natürlich ganz klar. Also ist halt auch sehr, sehr schwierig, damit umzugehen. Obwohl es mittlerweile in Deutschland oder weltweit so viele Tierkommunikatoren gibt, beziehungsweise Menschen, die als Medium arbeiten. Ne? Ich mache ja diese Seelenheilung, Geistheilung. Ich mache ja nicht nur diese Tierkommunikation. Ich glaube, mit beidem werden Sie irgendwie leben. Mit dem Interesse auch, mit dem, ja, mit dem Fremden halt damit. So. Aber wir sind gespannt, was wir nachher von Ihnen hören. Ich komme später noch mal zurück. Vielen Dank schon mal, Sabine Mensen. Danke. So, wir reden ja über Tierliebe extrem. Ach ja, das war aber zu schnell. Ja, natürlich. Reißt du dich aber auch zusammen. Ne? Denk, ich wollte sagen, bei uns zu Hause ist es wirklich kein Messi. Oder ich bin wirklich nicht. Es ist alles picobello sauber. Und die Tiere gehen auch im Sommer nur nach draußen. Die ganz wenig auf Katzentoiletten. Also ich glaub, es riecht wirklich nicht. Und das ist auch genauso angekommen. Weil man hat nur gemerkt, wie sehr sie sich anstrengen müssen, dass es auch so bleibt. Ich will ja nur, dass sie es gut haben und dass ich das zu Ende bringen kann. Und dann bin ich auch zufrieden. Auf jeden Fall. Herr Fischer, wir sprechen, wie gesagt, über extreme Tierliebe. Ihre Eltern haben sich scheiden lassen, da waren sie 6. Sie haben dann gemeinsam mit ihrer Mutter in einem kleinen Dorf gewohnt, so 1500 Einwohner. Nach einer enttäuschten Liebe hat ihre Mutter dann nicht Menschen, sondern vor allen Dingen Katzen nach Hause gebracht. Wie ging das los? Ja, das entspricht genau den Tatsachen. Meine Mutter kam eines Tages von einem schlechten Date nach Hause und hat gesagt, alle Männer sind scheiße und Katzen sind alle lieb und ich entsorge jetzt der Sache mit den Männern. Und die hatte schon irgendwie 15 Katzen und sie hat dann buchstäblich mir gesagt, ich werde jetzt nur noch Katzen lieben. Und so war es dann auch. Und in welchem Tempo waren es dann immer mehr? Ja, das hat sich gesteigert mit dem Wahnsinn meiner Mutter. Mhm. Das ging eigentlich relativ schnell. Meine ganze Jugend hindurch wurden das immer mehr, bis zum Höchststand von 90 Katzen. 90 Katzen. Wobei das ist ja nur der einmalige Höchststand. Über die Jahre waren das natürlich dann mehr. Aber der einmalige Höchststand in der Wohnung waren 90 Katzen. Wie groß war dieser Bauernhof? Wie viele Zimmer? Wie haben also es war ein altes Bauernhaus, wo wir nur den Wohnteil benutzt haben. Mhm. Und das waren zwar 6 Zimmer, aber die waren sehr klein. Also mit 90 Katzen ist das relativ intim. Also es war alles voll sozusagen mit Katzen. Nicht nur wie mit Katzen. Ne? Ja, wie alt waren Sie damals eigentlich? Ja, das hat begonnen, wo ich 6 war. Und das ging die ganzen 70er Jahre durch, bis ich ein Teenager war. Dann beschreiben Sie doch mal die Situation, in der Sie dann da gelebt haben. Weil Sie sagen ja zu Recht, irgendwann sind es nicht nur die Katzen. Die Verhältnisse waren katastrophal natürlich. Die hygienischen Verhältnisse waren, die spotten jeder beschreiben. Ich kann jetzt hier ein paar Beispiele nennen. Mhm. Aber das gibt niemals die Wirklichkeit wieder, 24 Stunden, jahrelang. Ich meine, da war Kot natürlich, Urin, überall. Die Teppiche waren buchstäblich getränkt. Wenn ich als kleines Kind auf Knien gespielt habe, waren meine Jeans durchnässt vom Urin. Auf dem Kot hatte es Bandwürmer. Wenn man nachts in die Küche runterkam, das Licht angemacht hat, sind da irgendwie hunderte von Kakerlaken. Ach. Also das war wirklich wie so ein Volksaufstand von den Kakerlaken. Auch im Essen waren Verunreinigungen und so weiter. Also ich meine, ich glaube, das ekliger kann man sich das eigentlich ja so nicht vorstellen. Wie lief denn das Leben dann ansonsten ab, wenn Sie in die Schule gegangen sind oder so? War da was möglich, dass Sie da Abstand gefunden haben dazu? Naja, wir waren in den 1970, Sie haben gesagt, 1500 Einwohner, das war die ganze Gemeinde. Das Dorf selber hatte vielleicht 900 oder 1000. Okay. Mhm. Also es war sehr klein und das, wir reden von den frühen 70er Jahren, da war eine geschiedene Frau mit einem kleinen Kind eh schon ein Aussätziger in so einem Dorf. Mhm. Und durch diese Situation wurden wir natürlich noch viel aussätziger. Und da ich keinen Vater hatte, keinen Bruder, war ich natürlich freiwillig für die Dorfjugend und auch für die Erwachsenen im Dorf, die sogenannten Christen, wie sie sich alle genannt haben. Und was haben die Lehrer zum Beispiel gesagt? Haben die da was? Die Lehrer, das habe ich irgendwann mal herausgefunden, dass die das alles eigentlich wussten, aber nichts unternommen haben, sondern sich quasi auf die Seite der anderen gestellt haben. Ich wurde zum Beispiel aus der Klasse zitiert als kleines Kind. Und mir wurde gesagt, dass sich die Klassenkameraden beschwert hätten, dass ich nach Katzen rieche.
ich sage das jetzt ganz nett, nicht so, wie das der Lehrer damals formuliert hat, und ob ich nicht bitte was dagegen machen könne. Und ich habe gesagt, ja, ich dusche schon morgen Abend und ich versuche alles, weil ich das ja wusste. Und ich war verzweifelt, ich wollte eigentlich dazugehören. Und dann hat der Lehrer gesagt, ja, das ist noch nicht genug und so. Und mit so vielen Katzen ist das natürlich überall, du musst dich mehr anstrengen und so weiter. Also quasi hat er die Lösung des Problems mir auferlegt mit irgendwie, ich weiß nicht was, 8, 9. Statt zu meiner Mutter zu gehen oder zu einer Behörde oder so. Hätte sie da nicht irgendwer, ich glaube, das fragen sich alle, irgendwer rausholen können bzw. auch müssten? Ja, die Personen, die das tun hätten sollen oder hätten gekonnt, die lebten ihr interessantes Leben. Also die Schwester meiner Mutter, die lebte ihr interessantes Leben auf der ganzen Erde mit ihrem Mann, der Pilot war. Und mein Vater war Motorradrennfahrer und Motorradjournalist. Und die sahen das natürlich und sie wussten auch, das ist ein riesiges Problem. Aber die wussten natürlich, ein Kind anzunehmen, das bedeutet eine massive Einschränkung ihrer Karrieren, ihres Lebens. Das verstehe ich auch als Erwachsener. Ich bin ja auch Musiker. Mhm. Aber diese Leute haben sich dann auch bei mir entschuldigt, als ich ein Erwachsener war. Das war dann natürlich zu spät, aber ich habe dann gemerkt, die kannten die ganze Tragweite von dieser Situation, hatten offenbar auch Gewissensbisse, aber haben sich halt damals für ihr Leben entschieden. Ne? Was hat Ihre Mutter gesagt, wenn Sie gesagt haben, und Sie waren ja auch tagelang dann mit den Katzen alleine in diesem Haus, weil Ihre Mutter gar nicht da war. Was hat sie dann gesagt, wenn Sie gesagt haben, hey, so viele, so kann man nicht leben? Oder? Ja, ich war wochenlang alleine. Meine Mutter hatte dann irgendwann begonnen, Diamanten und Uhren zu schmuggeln auf der ganzen Erde, war dann wochenlang weg und ich musste die 90 Katzen versorgen. Sie wissen ja, was das heißt. Also Sie brauchen mir nichts zu sagen. Ich weiß schon, was 10 Katzen heißt, geschweige. Aber Sie sind ja im Haus, Sie sind ja in geschlossenen Räumen. Das ist noch schlimmer. Draußen verteilen die sich. Ja. Kann man Futternäpfe, wir haben Trockenfutter, alles stehen. Aber ja, meine Mutter konnte sich, wir waren natürlich finanziell, was Sie auch angesprochen haben, ja. Wir waren finanziell natürlich am Boden. Meine Mutter konnte sich auch keinen Streu leisten. Also ich saß dann da als Kind und habe da Zeitungen zerrissen für diese Katzenklosen. Nach dem, was Sie wissen, ich glaube, das nennt man ja auch Animal Hoarding oder so. Ist das so ein Motiv, dass man sagt, ist irgendwie privat, keine Beziehung oder irgendwas geht kaputt und jetzt konzentriere ich mich dann da drauf und nur noch Katzen und immer mehr? Ist das ein Also etwas das Typisches? Ist tatsächlich so. Also Animal Hoarding ist ja nur ein kleiner Bereich von dem, was wir auch unter Messy verstehen. Also Menschen, die in der Regel durch irgendeinen emotionalen Bruch in dem Moment tatsächlich anfangen, etwas zu sammeln. Das können Kartons sein, das können Plastiktüten sein. Es ist immer ein bestimmtes Objekt. Und in dem Fall, so doof das jetzt klingt, ist es das Objekt hier. Und dann nennen wir es Animal Hoarding. Und das ist sehr schwer, die Menschen zu erreichen, die es betrifft, weil die eben wirklich sagen, ich liebe das Tier oder ich schütze die Tiere oder ich nehme die ganzen armen Tiere auf. Also die haben ein ganz großes, emotionales, empathisches Bedürfnis in dem Moment. Hier ist es jetzt wirklich noch zusätzlich extrem, weil ein Kind in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und wir haben heute gute Konzepte in den Regionen, also die Behörden wissen gut zu arbeiten, aber es ist trotzdem rein rechtlich schwierig, dran zu kommen. Es ist also ein psychosoziales Problem eigentlich und erst in zweiter Linie ein Tierschutzproblem. Ne? Sie haben gesagt, vom 6. Lebensjahr durch die gesamte Pubertät, wann sind Sie da raus? Ja, irgendwann wurde es sogar meiner Mutter zu viel. Und es war ja auch so, dass diese Katzen durch das enge Zusammenleben, wenn da eine Krankheit ausgebrochen ist, da hatten es gleich alle. Natürlich. Da sind dann auch hordenweise Katzen gestorben, die Treppe runtergefallen. Mhm. Das war wie im Horrorfilm. Oh Gott. Und die aber haben sich dann quasi selber reduziert. Also schlussendlich. Aber warum greift der Tierschutz nicht ein? Es ist ja bekannt. Oder er war ja bekannt. Weil in diesem Dorf, ich meine, die Leute, ich habe da gesehen, wie die Bauern die Kühe geschlagen haben. Das war doch denen völlig egal, wie es den Tieren geht. Mhm. Und auch mir. Ich meine, ich hatte dann lange Haare als Junge und war dann noch mehr ausgestoßen. Man hat mich jeden Tag zusammengeschlagen. Und ich weiß nicht, was. Es klingt jetzt dramatisch. Für mich ist das alles Vergangenheit. Aber da hat sich überhaupt niemand für mein Wohl interessiert. Aber das hat mich ja auch zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Das hat mich millionenmal stärker gemacht. Ja. Aber was symptomatisch ist vielleicht, was mir in der ganzen Diskussion heute Abend schon aufgefallen ist, die Tiere werden konstant von uns vermenschlicht. Und das war ja auch der Grund des Problems bei meiner Mutter. Meine Mutter hat dann die Katzen immer angesprochen, hier ist die Mama und so weiter und du bist mein Kind und so.
Also es waren gar keine Tiere mehr. Es hat der Katzenart gar nicht mehr entsprochen, sondern meine Mutter hat das vermenschlicht, wie was die Wurzel von vielen Tierproblemen sind, also Probleme für die Tiere, von Menschen gemachten Probleme für die Tiere auf diesem Planeten. Haben Sie denn eigentlich, also hat sich Ihre Mutter denn überhaupt noch um Sie gekümmert? Also Sie ernährt, die Katzen ernährt und wie, von was? Ja. Also 90 das war eine Katzen extrem schizophrene Situation. Meine Mutter hat mir die ganze Zeit gesagt, wie sehr sie mich liebt und wie sehr sie Tiere liebt. Hat mich aber zum Beispiel zum Fleischesser erzogen. Ich wurde dann erst als Erwachsener Vegetarier. Also meine Mutter hat sich konstant widersprochen auf radikalste Art und Weise und hat gesagt, das ist ganz normal, was wir hier machen und so. Und du bist ja intelligent, du bist selbstständig, du kannst es bewältigen und so. Das ist eine völlig normale Situation. Die Leute da draußen, die spinnen, die wollen uns nur schlecht und so, die reden uns schlecht. Und ich habe das Ganze erst als Erwachsener eigentlich wirklich analysieren können. Ich habe das zum Teil auch geglaubt als Kind. Ja, klar. Na, sonst wäre das gar nicht aushaltbar gewesen. Für Sie ist das weit weg. Es ist Vergangenheit. Hat Ihnen denn die Musik auch geholfen, da diese Distanz dazwischen zu legen? War das auch ein bisschen Ventil? Naja, ursprünglich war die Musik genau nicht die Hilfe, sondern ursprünglich war die Musik ein Schrei. Mhm. Deshalb war meine Musik auch so radikal zu einer Zeit, wo radikale Musik, extremer Metal und so, noch sehr selten war. 15 Sekunden Ihrer Musik, damit wir wissen, worüber wir reden. 15 Sekunden. Ja. Also am Anfang war es ein Schrei. Und was war es dann? Das lässt sich gar nicht anders erklären, weil zu der Zeit, wo ich das begonnen habe, gab es vielleicht eine Handvoll Bands, die so getönt haben auf diesem Planeten. Und ich kann mir das nicht anders erklären, warum meine Musik damals. Ich bin weder irgendwie, hatte ich das Gefühl, dass es mal kommt, noch hatte ich irgendein Talent, sondern das war einfach fast ein urpunkiger Schrei. Und natürlich wurde die Musik dann zu meiner Welt. Ich habe gemerkt, diese Musik hat dann auch die Wirkung, dass es die Leute wegdrängt. Also die Leute, die ich gehasst habe in diesem Dorf und auch meine Mutter, die wurden von dieser Musik verscheucht. Die haben sie erstmal auf die Wände hoch. Mhm. Und das wollte ich ja genau. Ich wollte weg von dieser Welt, die mir das angetan hat. Und ich habe dann meine eigene Welt mit meinem eigenen Freund kreiert. Und es wurde natürlich so zum Ventil und schlussendlich zu meiner Karriere. Legen Sie heute mehr Wert vielleicht als andere auf ein sauberes Zuhause? Ja, das ist schon so, natürlich. Ja? Mhm. Ich bin natürlich gebrannt. Mhm. Und ich liebe Tiere. Haben Sie Haustiere heute? Ich hatte mein Leben lang immer Hunde. Mhm. Und habe jetzt zum ersten Mal wieder Katzen mit meiner Freundin. Wie viele haben Sie? Zwei. Zwei. Das genügt. Ja, das reicht. Das ist klar. Ja. Bei uns leben die meisten draußen. Sie sind wirklich nicht im Haus. Wir haben um die 10, die im Haus leben. Und das ist artgerecht. Ja, ich habe natürlich mit großer Aufmerksamkeit zugehört, ja, wenn Sie das alles erzählt haben. Und ich hätte gewünscht, meine Mutter hätte diesen Approach gehabt, den Sie offenbar durchziehen. Weil ich verstehe, ich glaube, Ihre Motivation zu verstehen. Und das ist sicher ein sehr guter Gedanke dahinter. Danke. So, Sie haben von den Katzen geredet. Ich glaube, wir sind jetzt gespannt, was Frau Mensen so rausgefunden hat. So, gucken wir mal. Ja. Also. Ich meine mal ehrlich, ne? Eigenwillig? Man kriegt ja nicht zu jedem Kontakt. Nein, ne? Das ist natürlich auch bei dieser ganzen Atmosphäre, ne? Da reden die Leute. Normalerweise, klar, wenn ich das natürlich bei mir zu Hause mache oder in der Praxis, bin ich natürlich abgeschirmt. Ich habe keine Kamera, ich habe nicht Leute, die reden, weil da kann ich mich natürlich ganz anders konzentrieren. Haben ich Sie kann Ihnen jetzt mal ganz kurz sagen, okay, einfach, was ich jetzt ad hoc bekommen habe. Also sie kommt mir so ein bisschen ängstlich und eher vorsichtig rüber. Das ist die Katze von Ihnen. Was würden Sie sagen? Trifft es das? Ja. Von Ihnen, Herr Fischer? Mhm. Bisschen vorsichtig. Ist das eine vorsichtige Katze? Naja, im normalen Rahmen, ja. Ja. Okay, weiter. Das ist die zweite. Also das ist für mich eine ganz starke Persönlichkeit mit einem wirklich eigenwilligen Kopf, würde ich sagen. So kriege ich sie rüber. Welche? Herr Gaub, das ist diese hier, das ist Ihre. Ja. Stimmt das? Starke Persönlichkeit? Starke Persönlichkeit? Eigenwilliger Kopf? Nein, überhaupt nicht. Ehrlich? Überhaupt nicht, nein. Sondern? Überhaupt nicht. Sondern, wie würden Sie sie beschreiben? Sanft,
Ruhig. Ja, das hat doch nichts damit zu tun, wenn ich doch sage, ein Tier hat eine starke Persönlichkeit und auch den eigenen Kopf, heißt das doch nicht, dass das Tier nicht sanft ist. Das sind zwei paar verschiedene Schuhe. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Kommen wir zur dritten Katze. Ja, ist richtig. Also bei ihr habe ich gar nichts gekriegt. Gar nichts gekriegt? Nein, das habe ich nicht. Da, bei ihr habe ich gar nichts bekommen. Sie ist taub. Ach, vielleicht deshalb. das zusammen. Und zum Schluss noch mal. Frau Hayali hat ja gesagt, das wäre schon spannend für Sie, zu gucken, ob Sie da eine Verbindung hinbekommen. Ah, das mache ich mit Sicherheit heute Abend nicht. Mhm. Weil, wie gesagt, das ist mir hier in dieser ganzen Atmosphäre, ne, wenn man mich jetzt mal bei der Arbeit sehen würde, könnte man sich vorstellen, dass das in dieser Atmosphäre natürlich viel zu viel ist. Aber Sie wollten ja demonstrieren, was Ihre Arbeit ist. Und ja. Ich denke, die Möglichkeit haben wir Ihnen gegeben, dass das unter diesen Umständen nicht ganz einfach ist, ist ganz normal. Trotzdem danken wir Ihnen für Ihre Bemühungen. Und wenn es zwischen Frau Hayali und Ihnen noch Kontakte geben soll, können Sie die gerne nach der Sendung knüpfen. Vielen Dank, Sabine Mensen. Danke. So, Herr Hanken, Sie sind Knochenbrecher. Das hört sich in der Tat martialisch an. Was ist das? Was machen Sie? Wofür steht der Begriff Knochenbrecher? Mein Leben steht fürs Fummeln. Wenn ein Pferd lahm ist, wenn ein Hund lahm ist, wird angefasst, gefühlt. Aber sie unterhält sich anscheinend so, wenn es auch nicht so auf den Punkt kommt. Ich nehme den Hund und unterhalte mich auch. Ja. Und das Pferd auch, aber ich lasse sie gehen. Mhm. Und aus der Gangart heraus, wie sie ihre Körperhaltung halten und alles, sagt der Hund mir schon, hallo, hier passt es nicht, da passt es nicht. Und dann fassen wir nach und fühlen und dann können wir regulieren und einiges wieder beheben. Also es ist am Anfang ein Ertasten, vielleicht sehen wir auch das noch mal in Bildern dokumentiert und Sie führen uns etwas näher heran an das, was Sie machen, was Sie machen und wie Sie es machen. Herr Hanken. So, hier haben wir junge Pferde. Man sieht, man guckt auch mal ins Maul rein, denn das Pferd hört nicht alleine damit auf, dass wir es auf diese Art und Weise behandeln. Es gibt kleine Akupunkturpunkte, wenn wir, hier zum Beispiel kommt noch mal ein neues Fohlen auf die Welt. Das ist bei uns alles Alltag. Die jungen Pferde, die nicht wollen, die werden einfach mal gegriffen und festgehalten. Das macht man im Allgemeinen einmal, weil ich halte da nicht von, junge Pferde jetzt jeden Tag anzubinden, sondern ein Pferd. Ich habe ein Pferd, weil ich ein Individuum haben will, das auch seinen eigenen Willen behalten soll. Es soll Charakter behalten, aber er hat auch schnell raus, er frisst mein Hafer und er tut das, was ich will. Denn ich besteche ein Pferd nicht mit Leckerlis und all dem Zeug, was auf dem Markt ist, sondern ich nehme meine Pferde in den Arm. Und hier sieht man das mit junge Pferde in der Weide, die einfach rausgelassen wurden. In jedem Alter kommen sie zu mir, Stuben mit Fohlen lassen sich verladen. Wir kennen keine Schwierigkeiten, weil wir unsere Art und Weise das Tier Tier sein lassen und nicht mit herumspielen. Also Sie schauen sich es erstmal an, Sie beobachten das Pferd, dann ertasten Sie es. Müssen Sie dabei die Gedanken ausschalten? Ist das wichtig, so mehr auf Intuition auch zu vertrauen? Man darf gar nicht manchmal darüber nachdenken. Ich frage nicht erst die Leute, was hat denn euer Pferd? Aha. Da kommen ja all die Krankheiten und Diagnosen raus, die mehrere Tierärzte und andere Kollegen und so weiter gehabt haben. Das kommt ja alles hoch und das ist ja ein Brei geworden. Mhm. Denn ein krankes Tier besteht ja ein Drittel aus dem Kopfkrankenhalter, aus das Problem vom Pferd. Und was wir manuell tun können. So, wir müssen einfach drillen, das Ganze. Und es nützt mir nichts, wenn ich das Pferd wieder auf die Reihe bringe, aber den Halter nicht die Fehler aufzeige, wo was dran liegt. Und haben Sie eine richtige Ausbildung gemacht, eine medizinische Ausbildung, oder ist das Intuition und Erfahrung? Erstmal muss man in so einer Familie groß geworden sein, sag ich mal, wo das immer praktisch vorgelebt wurde. Mein Opa hat das schon gemacht und es war einfach die Liebe zum Vieh. Wenn die anderen früher in der Berufsschule waren und die Doyler-Krankheit gekriegt haben, sag ich mal, die Jungs waren dann darauf fixiert, einen möglichst großen Schlepper zu fahren, dann stand ich irgendwie da im Viehstall und habe mir die Kühe beguckt. Ich war immer am Tier. Und das war meine Leidenschaft. Und dann hat mein Opa dann irgendwie in frühen Jahren rausgefunden, oh, der fühlt die Nerven, der kann ein bisschen herumfummeln. Und dann, weil ich natürlich ein Söden jung war,
hat er dann immer, wenn ich richtig getroffen habe und ich gemogelt habe, Schokolade gekriegt und sonst einen auf die Finger. Aha, und das hat sehr schnell geholfen. Ich wurde dann auch ziemlich dick. Und dann habe ich mein erstes Pony irgendwann eingerenkt und das war sehr gut. Und da war ich vielleicht 8 oder was. Aber dann gab es diese Erfolgserlebnisse und man steigert sich rein. Das ist wie eine Sucht. Wahrscheinlich wie einer Roulette spielt, ist es für mich so, wenn ich was sehe, was nicht läuft oder wenn Menschen schief sind. Denn hier, den kribbelt's, den muss ich muss loslegen. Es gibt ja auch Kritik, dass Leute sagen, Mensch, das sieht zu brutal aus oder das ist immer das gleiche Schema. Was antworten Sie darauf? Wie kann man 30 Jahre einen Job mit Erfolg bewältigen, wenn es nur Mist ist? Das ist doch so einfach. Denn das eine steht fest. Es ist ganz klar, wir mit unserer Staffel im Fernsehen und so, ein bisschen Popularität ist dabei gekommen in all den Jahren. Aber die Erfolge blieben ja auch nicht aus. Und erstmal muss man sich das vorstellen, wer mit dem Fernsehen zu tun hat, der weiß auch allzu gut, wie schnell ein Ende kommen kann und wie schnell man auch von hinten angestochen wird. Wenn es funktioniert, läuft es alles weiter. Wollen alle Leute alles sehen. Kritik kann ich leicht üben. Aber ich muss es auf meiner Seite immer wieder beweisen, dass ich es kann. Und Sie müssen beweisen, dass Sie es besser können. Und solange das nicht glückt, denke ich, bin ich auf der richtigen Linie. Und bei mir ist es kein Unterschied. Ich habe vor Jahren noch immer Menschen mit eingerenkt. Da saß auch aus Dubai, aus dem Königshaus, einer morgens um 10 Uhr schon da. Aber da waren so viele Landfrauen schon da, die eingerenkt werden wollen. Der saß um 4 Uhr noch da. Und dann sagte eine Landfrau zu mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, muss der Scheich nicht bald dran. Ich sehe, der hat mehr Zeit wie ihr. Ich sehe, du musst gleich melden. Ja. Es geht immer der Reihe nach. Es wird nie ein Unterschied gemacht. Aber Menschen behandeln Sie nicht mehr. Das haben Sie ja auch mal gemacht. Nur, wenn wir jetzt Pferde haben. Ich erkenne ja an dem Rücken des Pferdes, wenn die Leute dort 3-4 Monate drauf geritten haben, welche Krankheiten sie selbst in ihrer Körperhaltung haben. Dann da spiegelt sich alles drauf. Ich muss, um ein Pferd in Balance zu halten, ganz oft auch den Reiter mal kurz auf den Tisch kriegen und in Richtung. Oh Gott. Also dann hoffen wir. Sie haben die Balance angesprochen, dass Sie auch weiterhin erfolgreich sind. Denn auf das Ergebnis kommt es an. Da haben Sie sicherlich recht. Daran müssen Sie sich messen lassen. Aber trotzdem, alles Gute weiterhin bei Ihrer Leidenschaft. Der Knochenbrecher, danke. Herr Hanken, Sie dazu. Ja. Baut das Stück. Ich denke, es vereint so ein bisschen die letzten Gespräche hier zum Thema Kommunikation. Frau Hayali meinte, dass Emma irgendwann reden würde. Ich glaube, Emma redet schon die ganze Zeit, nur nonverbal. Und wie weit? Ich meine ja wirklich richtig. In der menschlichen Sprache. Gut. Und ich denke, was Herr Hanken auch so schön sagte, er hat eigentlich, glaube ich, 12 Augen, nämlich noch die von den Fingern dazu. Dass wir tatsächlich sehen mit dem eigenen Körper, aber sehen auch mit den Augen, was die Tiere bewegt, im wahrsten Sinne des Wortes, wie sie sich bewegen und dass wir darüber auch wirklich eine gute Kommunikation mit den Tieren schaffen. Ich glaube, wenn man Emma so sieht und wie er sich so an ihre Füße schmiegt, sie haben auf jeden Fall da schon Freundschaft geschlossen. Man muss auch dazu sagen, warm übrigens. Sie hat die ganze Zeit auf meinem einen Fuß gelegen, jetzt liegt sie auf dem anderen Fuß. Jetzt ist man muss dazu sagen, so ganz fremd ist für Emma diese Situation ja auch nicht. Denn Emma war schon mal zu Gast in einem Fernsehstudio und zwar im Heute-Journal. Oh Gott. Wir beide haben gerade festgestellt, Dunjas Meldung, dass der Bundesgerichtshof die Haltung von Tieren im Haus seit heute großzügiger beurteilt als bisher, hat unser Leben am stärksten verändert. Und verschönert. Das Wichtige, wieder heute Nacht um 9:55, 10:50 mit Norman Odenthal. Bis morgen, einen schönen Abend noch. Wie kam das damals an? Ach, der wunderbare Klaus hatte einfach diese verrückte Idee. Wir hatten einen relativ ruhigen Nachrichtentag. Also es waren keine Katastrophen, keine Kriege, keine Unfälle. Und es gab eben dieses Urteil. Und dann hat er gesagt, du hast doch die Emma dabei. Und er hatte damals selber einen Golden Retriever und ist auch ein bisschen fanat in sie. Und dann kam er auf die Idee. Und es war aber ganz interessant hinterher, wie die Zuschauer reagiert haben. Also es war so Hälfte, Hälfte. Die einen fanden es unmöglich und haben gesagt, das gehört natürlich auf gar keinen Fall in so ein Nachrichtenmagazin wie das Heute-Journal. Und die anderen haben sich total gefreut. Und haben gesagt, endlich, sie sind auch, das ist was Menschliches und das ist wie der Versprecher, über den sich auch alle freuen. Und, aber das ist lustig, weil bis heute sprechen mich Leute auf diese Szene an und sagen, das ist doch der Hund aus dem Fernsehen. Und dann stehe ich immer daneben und sage,
Ich bin auch die Frau, die daneben saß. Das kriegen die irgendwie nicht auf die Reihe, aber naja. Und jetzt noch zum Schluss. Heute Abend gibt es noch einen Spaziergang mit Emma. Gibt es dann noch weitere Rituale, irgendwie Zähneputzen oder... Gibt's so, ja auch. So verrückt sind wir nicht. Ja, gibt's Zahnpasta mit Leberwurstgeschmack. Aber die Leberwurst kriegt sie nicht, die Zahnpasta. Also dann danke, schönen Abend, Dunja und Emma und allen hier. Erstmal Dank an unsere Gäste übrigens hier wieder, die uns haben an ihren Leidenschaften teilhaben lassen. Nach diesem Nachtcafé gleich noch Nachtcafé Classics. Ansonsten schönen Abend noch im SWR Fernsehen. Danke nochmal an alle. Tschüss, schönen Abend noch. Ja, cool, er liegt auch... Ja, 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 ja.